Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brüderstübchen. Wer uns kennt oder den Podcast schon länger hört, weiß, dass wir etwas christlich angehaucht sind. Wir sind überzeugte Christen und im Christentum ist Jesus die zentrale Figur, um die sich alles dreht. Und seine letzten Worte waren: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Diesen Auftrag haben sich manche Menschen zur Lebensaufgabe gemacht. Die Rede ist von Missionaren. Sie verbreiten die gute Botschaft des Evangeliums in die ganze Welt, verzichten dabei meistens selbst darauf, Wohlstand aufzubauen, Karrieren zu machen oder berühmt zu werden. Wir werden in den nächsten beiden Folgen erfahren, wie ticken Missionare, wie sieht ein normaler Tag bei einem Missionar aus, wie wird man überhaupt zu einem und welchen Gefahren sind Missionare ausgesetzt. Diese und viele andere Fragen stellen wir heute und dafür haben wir uns einen Vollblut-Missionar zu Besuch. Paul ist seit wie vielen Jahren insgesamt Missionar? Seit 16 Jahren. Seit insgesamt? Ja, tatsächlich 16 Jahre. Und komplett in Südostasien? Genau, Südostasien, diese von 16 Jahre. Ja. Man muss dazu sagen, ich war vorher noch in England, habe eine Missionarsausbildung gemacht für 2 Jahre, habe dann hier in Deutschland fürs Missionswerk 2,5 Jahre gearbeitet. Also wenn man das noch dazu nimmt, ne, dann kommst du auf fast 20 Jahre. Das meinte ich, genau. Also dieses insgesamte, genau, seit 20 Jahren und genau, seit 16 Jahren mit Frau und Kindern. Offiziell willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke euch. Schön, dass ich bei euch sein darf, ja. Genau. Du bist mit deiner Familie aktuell offensichtlich nicht im Ausland, sondern in Deutschland. Heimatbesuch. Bis nächsten Sommer hast du uns erzählt. Was heißt das konkret? Machst du Urlaub? Macht ihr Urlaub? Ist das ein Urlaub oder ist das Arbeit weiterhin? Wir machen tatsächlich auch Urlaub, aber nicht mehr wie auch ihr. Wir waren ja zum Beispiel in den Herbstferien im Urlaub hier in Europa. Aber darüber hinaus sind wir in Deutschland aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es ja so, dass wir, dass das, was wir tun im Ausland, von vielen Spendern auch getragen wird. Und es ist uns wichtig, den Kontakt zu unseren Spendern, zu den Sponsoren, die hinter der Arbeit stehen, auch regelmäßig zu besuchen. Wir wollen einfach Zeit mit ihnen verbringen und das, was man über so eine WhatsApp-Nachricht oder über eine E-Mail nicht erzählen kann, das auch in persönlichen Gesprächen weiterzugeben, um einfach auch die mitzunehmen, die direkt hinter uns stehen. Ich denke mal, das ist ein wichtiger Aspekt, wieso wir überhaupt in Deutschland sind. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch noch andere Aufgaben. Ich bin mittlerweile in der Feldleitung tätig. Das heißt, dass es darum geht, die Arbeit zu koordinieren. Mitarbeiter anzuleiten und das sind die Aufgaben, die ich auch hier aus Deutschland ausmache. Feldarbeit heißt konkret, du bist dann, das ist rein Koordination? Genau. Ist nicht, weil man denkt, Feldarbeit irgendwie hört sich praktisch an. Genau. Wir werden nachher noch ein bisschen auf die Details drauf eingehen. Wir haben tatsächlich 11 Jahre im Dschungel gelebt, waren direkt vor Ort und haben so diese klassische Pionier-Missionsarbeit auch gemacht und sind jetzt seit einigen Jahren in der Missionsleitung, wo wir die Arbeiten koordinieren. Und unser Schwerpunkt, also von meiner Frau und mir, ist dann die Mitarbeiterbegleitung, dass wir die begleiten, die zu uns kommen. Das fängt damit an, dass wir die neuen Mitarbeiter empfangen, dass wir ihnen helfen, sich in dem Land einzuleben. Die lernen dann irgendwann mal die Landessprache und wir versuchen, die gerade in den Anfangs,
Jan ganz nah zu begleiten, ihm zu helfen, da reinzukommen in dieses Jahr. Man muss sich vorstellen, das ist ein ganz anderes Leben. Ne? Mhm. Es ist ja nicht nur ein anderes Land, sondern ein komplett anderes Leben, was man da führt. Und es ist uns wichtig, dass junge Mitarbeiter nicht von vornherein durchbrennen und nicht mehr können. Deswegen wollen wir die gerade am Anfang mitnehmen, ihnen die Hilfestellung zu geben, die sie brauchen. Und irgendwann mal klar sind sie selbstständig. Ne? Das ist so in ganz groben Zügen, was wir machen. Und ein großer Teil dieser Leitungsaufgaben kann man auch aus dem Ausland machen. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, kann ich diesen Teil der Aufgabe bis zu einem gewissen Grad auch wahrnehmen. Und das ist halt ein Teil meiner Aufgabenstellung auch in der Woche. Durch Telefonate haltet ihr den Kontakt dann weiterhin? Genau, wir treffen uns mit verschiedenen Teams. Mittlerweile kann man ja WhatsApp, Signal und Teams kann man ja mittlerweile überall auf der Welt mit Leuten kommunizieren. Nicht nur kommunizieren, sondern halt tatsächlich auch Meetings haben. Und man muss ja sagen, ich hab da hinten im Dschungel gewohnt, ne? Und wir hatten im Dschungel eine Zeit lang besseres Internet als meine Eltern. Als meine Eltern im Mindener Land. Also wenn die Verbindung weg war, war klar, wo das Problem ist. Genau. Die Deutschen mit ihrem Netz. Ja. Genau, du hast jetzt selbst schon so ein bisschen den Sprung ins Ausland zu eurem Einsatzort gemacht. Wir sprechen, haben wir so im Vorgespräch geklärt, über Südostasien, um das Land nicht direkt zu nennen. Wurde jetzt einmal schon genannt. Aber genau, versuchen wir darauf zu achten. Ansonsten habt ihr eben einen Piepsen gehört. einfach zum Schutze für euch auch. Und nimm uns einfach mal mit nach drüben. Wie sieht so ein ganz normaler, so ein klassischer Tag aus? So ein Alltag. Wahrscheinlich ist nicht jeder Tag gleich wie der andere, kann ich mir vorstellen. Aber wie sieht so ein Tag aus, wo du sagst dann, ja, das war jetzt irgendwie ein ganz normaler Tag? So. Ja. Ein ganz klassischer Tag wäre, sobald es draußen ein bisschen hell wird, wird es überall im Dorf laut. Ne, weil die Nachbarn werden alle wach, Hühner werden wach, Schweine werden wach. Ein Dschungeltag jetzt? Tatsächlich, ja. Okay, gut. Also das heißt, in der Zeit, wo du 11 Jahre warst. Genau, okay. Also der größte Teil unseres Dienstes war tatsächlich im Dorf. Genau, das ist der Dschungeltag. Man wird wach, eigentlich von dem ganzen Krach. Ne? Und wir haben mitten im Dorf gewohnt. Unsere Nachbarn, die Hauseigentümer von unserem Haus, wir haben keine Häuser gebaut, sondern sind einfach so eingezogen, haben so gewohnt, wie die gewohnt haben, ne? Und unser Haus war nur so, was waren das, so 3 Meter vom Nachbar entfernt. Und das war einfach nur ein Brett, ne? So ein altes Brett, das auch komplett schon zerfressen war von Würmern. Also war sehr alt. Wenn es dunkel war, da konntest du halt überall die Lichter sehen. entsprechend war das natürlich auch laut, ne? Das heißt, die Nachbarn werden wach. Das heißt, die baden sich, wenn sie da noch eine Tonne Wasser haben und putzen sich Zähne, die Hühner sind am Laufen, Schweine sind am Laufen. Unser Haus stand ungefähr so 70, 80 Zentimeter über dem Boden und da waren sehr gerne die Schweine. Die Schweine, die wohnten, die waren einfach nur am frei rumlaufen. Ne? Und die waren sehr gerne unter unserem Haus, komischerweise, ich weiß es nicht. Und entsprechend war das auch laut, ne? Weil sobald es ein bisschen hell wurde, dann waren die Nachbarn da. Ja. Und dann liegst du noch im Bett, so nach 5, so 5.30 Uhr, denkst du, oh, ich könnte jetzt noch ein bisschen. Ne? Und dann hörst du aber schon die Nachbarn, die sitzen da alle und quatschen alle, ne? So tauschen die morgendlichen Nachrichten aus, ne? So die Dorfnachrichten werden da ausgetauscht und kannst voll mithören, weil es ist halt so 3 Meter vom Schlafzimmer war das bei uns, ne? Sitzt da oder liegst im Bett und hörst die und irgendwann mal heißt es, hier unsere Nachbarn, ne, die Weißen, die schlafen noch, ne? Schlafen noch. Und
Oder ich habe mir immer gedacht, okay, ich sage das immer wieder, dass wir schlafen, aber hey, ich würde gerne schlafen, ne? Tatsächlich, aber ich kann nicht schlafen, nicht bei dem Krach, den ich hier mache. Ne? Weil du später ins Bett gehst oder bitte? Wie kommt es, dass da diese Differenz ist, dass die alle schon so auf den Beinen sind und die weißen Europäer anderen Rhythmus haben? Ja, das mit dem Schlafen war tatsächlich spannend. Ich habe mich immer wieder gefragt, wo sie den Schlaf reinkriegen, weil die gehen teilweise sehr spät schlafen. Mhm. Aber man muss dazu sagen, dass wie in vielen anderen Bereichen ihres Lebens hatten die nicht wirklich einen festen Rhythmus, wie wir das hier im Westen kennen, sondern vieles war eher so nach Ereignis ausgerichtet. Ne? Je nachdem, was gerade lief. Wenn zum Beispiel die Saison war, wo die Felder vorbereitet worden sind, ne? Da waren alle auf den Feldern. Und dann hat man gewisse Dinge getan gewisse Menschen haben gewisse Dinge getan. Es gab Arbeiten, die haben nur Frauen gemacht. Es gab Arbeiten, die haben nur Männer gemacht. Und entsprechend waren dann entweder die Frauen weg oder die Männer weg oder beide Gruppen waren weg oder es waren einzelne Familienclans weg. Und das war halt keine Regelmäßigkeit, wie wir das hier kennen. Ne? Es war immer so, je nachdem, was gerade läuft. Ne? Und ist man halt entweder weg oder gar nicht. Und dann schlafen sie mal sehr wenig, gehen spät schlafen, stehen sehr früh auf. Oder wenn sie sich leisten können, wenn gerade nichts läuft, dann schlafen sie auch mal länger, indem sie früher schlafen gehen. Oder so ein Nickerchen nachmittags, so für 3 Stunden. Ne? Und das ist übrigens eine Freiheit, die sie total lieben. Bei uns in der Gegend wurde früher sehr viel Kautschuk angebaut, also diese Naturgummi, ne? Mhm. Und das war die einzige Einnahmequelle für die. Und jetzt war das so, dass also wir wissen es in der Theorie, ne, je länger du arbeitest, desto mehr erntest du und desto mehr kannst du nachher auch verkaufen und dementsprechend hast du mehr Cash, hast du mehr Bargeld in der Tasche. Ja. Ne? Aber für die spielte das irgendwie nicht so eine große Rolle. Was für die noch wichtiger war als Geld, war die Gelegenheit oder die Möglichkeit, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen. Also die gingen sehr früh arbeiten, haben vielleicht so bis 11 oder so, haben sie Kautschuk eingeritzt, ne, haben das in so kleine Schälchen eintropfen lassen, eingesammelt, kamen nach Hause, haben sich geduscht und dann fing der Tag für die richtig an, indem sie einfach den einen Nachbar besuchten, den anderen Nachbar besuchten und da Zeit verbrachten, hier Zeit verbrachten. Und wir aus dem Westen, wir haben eine ganz andere Mathematik. Wir denken, Moment mal, du könntest ja noch bis 4 Uhr nachmittags oder bis 5 Nachmittag arbeiten. Stell dir vor, wie viel Kohle du machen kannst. Ne? Aber das war für die nicht so wichtig. Ne? Denen war wichtig dieses, wie sagt man im Englischen, dieses Socializing. Mhm. Ja, dass man einfach Zeit mit Menschen verbringt. Ne? Und das waren so Dinge, die wir dann auch beobachtet haben. Ne? Am Anfang konnten wir die nicht wirklich verstehen. Da haben wir tatsächlich nur beobachtet, nur das, was wir sehen konnten. Aber je länger wir dort waren, desto mehr verstanden wir sie auch. Und das war natürlich auch umso spannender, ne? Mhm. Mitzuerleben, wie so eine ganz andere Kultur ihren Alltag gestaltet. Ja. Und das auch irgendwie funktioniert, ne? Ja, ja. Ja. Wie ist es so nach 11 Jahren? Wurdet ihr oft besucht? Hast du auch diesen Lebensstil ein bisschen übernommen? Hast du dann auch nur bis 11 gearbeitet und dann gesocialized? Also, das würde mich interessieren. Ja. Gut, ich bin ja ein Außenseiter, der da jetzt in so eine Situation reinkam. Und mein Ziel am Anfang war, sich bewusst mit der Kultur und der Sprache zu befassen. Also wir wussten, dass wenn wir irgendwas hier reißen wollen im Dorf, müssen wir die Leute verstehen. Sprache allein wird nicht reichen, sondern wir müssen auch verstehen, wie sie denken. Was macht so eine Kultur aus? Ne? Was macht sie als Volk überhaupt aus? Und das hat dann zur Folge, dass wir den ganzen Tag gelernt haben. Und lernen hieß dann, morgens stehen wir auf, ne? Sagen wir mal, mein Nachbar, der geht halt Kautschuk einsammeln. Ich sage, hey, ich würde gerne heute mit dir mitkommen. Ich möchte einfach mal gucken, wie du das machst. Ne? So, und dann bin ich mit meinem Nachbar losgezogen morgens und habe ihn einfach beobachtet, was er macht. Und während er der Arbeit nachging, habe ich Fotos gemacht. Und einfach den ganzen Arbeitsprozess, den er da macht. Ne? Also er geht da hin,
Die haben da, jeder Familie hat so ein Stückchen Wald, das irgendwie denen gehört. Und die haben da so den Baumstamm eingeritzt und dann tropfte das in so einen Eimer, ne? Und dann wurde das eingesammelt und dann wurde das in so eine, dann wurde das nochmal umgegossen und dann haben sie da mit Essig beigemischt. Also den ganzen Prozess haben wir beobachtet, fotografiert. Dann ging ich nach Hause und habe mir das ausgedruckt auf Zettel und dann ging ich nochmal zum Nachbarn und sage, okay, guck mal, erzähl mal, was ist das? Und er sagt mir, aha, das ist Messer. Und ich habe einen kleinen Player laufen und mache eine Aufnahme. Aha, das ist Messer. Okay, was ist das? Eimer. Kautschuk. Baum. Ne? Und so haben wir angefangen, von ganz normale Begriffe aus dem Alltag, die haben wir dann gesammelt mit den Bildern. So, und dann ging ich wieder nach Hause und konnte das jetzt üben. Ich hatte jetzt die Audioaufnahme, ich hatte die Bilder und konnte das Ganze halt üben, ne? So, der nächste Schritt war, am nächsten Tag sagte ich, okay, jetzt möchte ich bitte, dass du mir hilfst. Okay, du sagst, du hast jetzt ein Messer. Okay, ich weiß, was ein Messer ist. Hier ist ein Baum. Aber du ritzt ja mit dem Messer in den Baum hinein. Was, wie heißt das, ne? Und dann gibt er mir das Verb dazu. So, das heißt, ich hatte die Nomen, jetzt kommen die Verben dazu. Man sammelt das, ne? Und so konnte ich schon ganz, ganz kleine Sätze bilden, ne? Und so haben wir Sprache gelernt. Jeden Tag, ne, sind wir rausgegangen und haben uns in der Regel ein Kulturereignis genommen, haben beobachtet und versucht, alles um dieses Kulturereignis zu lernen, alles, was wir irgendwie reinkriegen konnten, ne? Und das war für einen großen Teil, sag ich mal, unser Alltag, wo wir Tag ein, Tag aus beobachteten, wo gingen sie hin, was haben sie gemacht, wie haben sie es gemacht, haben das alles dokumentiert. Natürlich, ein weiterer Aspekt war die Kulturbeobachtung. Das heißt, man hat dann irgendwann mal versucht, Dinge zu verbinden. Erstmal hieß es, wie machen sie es, womit machen sie es, und dann irgendwann mal stellst du die Fragen, warum machen sie das, ne? Warum arbeiten die nur bis 11? Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil für mich macht das nicht Sinn. Ich würde sagen, ich arbeite ein bisschen länger, ne? Kann dann dementsprechend mehr verkaufen. Aber warum, ne? So, und das sind die Fragen, die man dann versucht mit der Zeit. Je mehr man Sprache kann, desto mehr kannst du auch Fragen stellen, ne? Das sind dann diese tieferen Fragen, die man dann auch stellen kann. Und so lernt man dann auch irgendwann mal die Kultur. Also gerade diese Warum-Frage, ne? Warum macht ihr das? Warum macht ihr dieses? Ja, vielleicht so viel zum Alltag. Das war unser Alltag. War das die Anfangsphase, mhm, oder ist das jetzt immer noch so? Nee, das war die Anfangsphase. Okay. Die ersten, also wir haben diese Dorfsprache, die haben wir 3 Jahre gelernt. Mhm. Wir haben die tatsächlich, es gibt dann ein System dahinter. Es gab einen regelmäßigen Abständen, gab es von unserem Missionswerk, wir nennen das Consultants, also Sprachberater, die kommen und die haben eine Methode, um unser Sprachlevel zu checken, um zu sehen, in welchen Bereichen sind wir gut vorwärts gekommen, wo schwächelt es noch. Und die können zwar die Sprache nicht, weil das ist ja auch für sie eine fremde Sprache, aber es gibt Methoden, um tatsächlich feststellen können, in welchem Niveau du dich befindest. Und das war unglaublich hilfreich, weil wir dann auch immer wieder dieses Feedback bekommen haben von anderen, von jemand, der eigentlich komplett gar nicht in dem Kontext drin war, ne? Und dieses Feedback, jemand, der eigentlich Erfahrung gesammelt hat in vielen anderen Sprachen, wie das, was normalerweise zu erwarten ist, wenn man so eine Sprache lernt, die übrigens kein Alphabet hat, ne? Also das ist ja eine ganz normale orale Sprache. Deswegen haben wir das immer so gelernt mit dem Bezeigen, was ist das, was ist das. Es gab ja keine Bücher, es gab nichts, wo man nachlesen könnte. Ne? Mhm. Ich weiß von Freunden, wenn sie lange an einem Ort waren, dann träumen sie, ja, in dieser Sprache. Hast du in dieser Sprache geträumt? Weil das ist ja auch eine Sache, mhm, ne, eine Methode, mhm, Sprache. Da gibt es ja so, genau, wie viele Verben und so, mhm, kannst du natürlich irgendwie auch wissen, also, mhm, indem du eine Zahl hast, aber auch genau, wie ist dein Denken und all das, ne? Daran kann man das ja auch feststellen. So ein Indikator, ne? Ob, ja, du, genau, drin bist oder nicht, so, ne? Mhm. Ja, irgendwann mal träumt man in der Sprache, das stimmt. Ja, genau.
weil das dann so normal ist. Vor allem, es ist ja verrückt, ich bin ja eigentlich Deutscher, ne? Aber Deutsch haben wir irgendwann mal nicht sehr viel genutzt. Der einzige Ort, wo wir Deutsch nutzen konnten, war zu Hause mit meiner Frau und meinen Kindern. Sobald wir aus dem Haus raus waren, waren das eigentlich mehrere Sprachen. Was ich vorhin noch nicht gesagt habe, wir waren ja, in dem Land gibt es noch eine Handelssprache, die überall genutzt wird. Nur je weiter man von den großen Städten wegkommt, desto schlechter können die Leute die Sprache. Weil es gibt noch viele andere Sprachen, indigene Volksgruppen, die selbst ihre eigenen Sprachen haben. Das sind keine Dialekte, sondern tatsächlich eigenständige Sprachen. Und in dem Land, in dem ich da lebe und diene, da gibt es über 700 Sprachen. Ja, das hatte ich mich auch gefragt. Also in diesem Dorf, wo du warst, das ist ja, also du hast es gesagt, Dorfsprache. Wie viele sprechen denn diese Sprache? Allein diese jetzt. Ja. Werden wahrscheinlich nicht allzu viele sein, oder? Nee, also wir gehen, wir haben nicht genaue Zahlen, weil wir das nicht nie vollkommen rausfinden konnten, aber wir schätzen ungefähr 12.000, 14.000. So, und wenn ich eine neue Sprache lernen würde, würde ich mir doch einen nehmen, sozusagen, die Millionen sprechen, wo du halt einen Nutzen hast, ne? Yeah. Dann finde ich das schon krass, dass ihr die so gut lernt für diese 14.000. Mhm. Ich meine, weltweit gesehen, was ist das? Ne? Yeah. Das finde ich schon krass. Yeah. Ja, und das machen wir tatsächlich bewusst, weil das sind die vergessenen Völker und davon gibt es sehr viele. Mhm. Viele, was auch total gerechtfertigt ist, man möchte immer zu den großen Völkern gehen, wo man wirklich einen sehr großen Einfluss auch hat. Total nachvollziehbar. Aber uns ist auch wichtig, dahin zu gehen, wo normalerweise sonst keiner hingeht. Ne? Mhm. Der Grund zum Beispiel, da wo wir waren, warum wir uns für diese eine Sprache entschieden haben, war nicht aufgrund der Zahl, sondern das war die einflussreichste Sprache in der gesamten Gegend. Mhm. In der Regel hast du so die Sprachen, die befinden sich wie so in Clustern. Du hast ein Cluster und dort wird eine Sprache gesprochen. Das sind halt viele Dörfer, ne? Kann mal kleiner, mal größer sein. Und dann hast du das Nachbarvolk und es gibt immer wieder so leichte Überschneidungen. Das heißt, das direkte Nachbarvolk ist sprachlich irgendwo verwandt. Mhm. Also so wie, was wäre das? Vielleicht so wie Deutsch und Holländisch, ne? Spanisch und Französisch. Ja, genau. Ne? Ähnlich. Ähnlich, ne? Also gibt es. Ich dachte Spanisch, Portugiesisch. Aber okay. Ja. Ja. Aber genau. es gibt diese Überschneidungen, ne? Und da auch. Das heißt, und je weiter du weggehst, desto weniger Überschneidungen hast, bis du irgendwann mal an den Punkt kommst, wo du sagst, eigentlich gibt es da gar nichts, ne? Keine Überschneidungen. Bist aber im selben Land. Auf derselben Insel, ja. Ja, genau. Krass. Ja. Genau, wir sind jetzt ein bisschen abgewichen vom Alltäglichen an sich. Wie sieht denn, wenn du jetzt heute oder sagen wir jetzt mal, du kommst nächsten Sommer wieder zurück an deinen Ort, was sind so deine Aufgaben? Du hast schon gesagt, ne, dass du koordinierst, dass du die Jungen mit reinnimmst in die Arbeit. Mhm. Aber jetzt fängt der Tag morgens an. Was sind so ganz praktisch deine Aufgaben? So, wo liegt dein Fokus am Tag? Mhm. Wann ist der zu Ende? Ja. Wie sieht so der Alltag aus? Mhm. Ja, also 11 Jahre später, wir sind nicht mehr im Dorf, sondern leben jetzt in der Provinzhauptstadt, ganz einfach aus praktischen Gründen. Ich war in der Missionsleitung auch schon vorher Teil eines Leitungsteams. Das Dilemma war, wir waren so weit weg vom Schuss, dass es war halt schwierig, Kontakt zu halten mit den anderen Teams. Das war wirklich so die letzte Ecke, wenn man auf der Karte schaut, das war ganz unten im Süden. Ne? Das heißt, egal zu wem oder mit wem ich kommunizieren wollte, wenn ich jemanden besuchen wollte, muss ich halt extrem lang reisen. Ne? Und wir merkten, dass das einfach auf lange Sicht so nicht mehr möglich war. Und da trafen wir die Entscheidung, in die Provinzhauptstadt auf unserer Insel zu ziehen. Es liegt ziemlich zentral und von dort kann man sehr gut die ganzen Mitarbeiter besuchen. Und da ist man auch sehr zentral, dort kommen auch eigentlich alle Mitarbeiter irgendwann mal durch.
Eine zweite Aufgabe, die wir uns genommen haben, und das macht eher meine Frau mehr noch als ich, wir leiten ein Gästehaus. Mhm. Von unserem Missionswerk in der Region gibt es ein Gästehaus. Und das ist ein Ort, wo unsere Mitarbeiter, immer wenn die aus ihren Dörfern in die Stadt kommen, zum Beispiel um ihr Visum zu verlängern, um Ärzte aufzusuchen oder so eine simple Sache wie einkaufen, ne? Dann haben sie einen Ort, wo sie übernachten können. Mit einzelnen Mitarbeitern kann man sagen, okay, dann sucht euch irgendwie ein Hotel, aber irgendwann mal bei einer gewissen Größe haben wir gemerkt, es macht Sinn, dass wir Räumlichkeiten haben, wo wir diese Menschen auch unterbringen können, und das ist auch für die dann einfacher. Dann können die, haben sie auch einen Lagerplatz, wo sie ihre Klamotten zum Beispiel. Wir hatten immer Stadtklamotten und wir hatten Dorfklamotten. Weil so wie wir im Dorf liefen, so konntest du nicht in der Stadt gehen. Da war man spärlich bekleidet und es war auch immer dreckig, ne? Das heißt, die Klamotten irgendwann mal, es gab immer wieder Zeiten, wo wir mit den Klamotten in die Stadt kamen und dann in der Stadt merkst du erst, boah, sowas trage ich hier, so ein Lumpen. Ne? Naja, und das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir leiten das Gästehaus, was eigentlich super ist. Das ist ideal, weil da kommen unsere Mitarbeiter irgendwann, früher oder später kommen sie durch. Und das ist so der natürliche Kontext, wo wir dann diese Begegnungen haben und dann auch ins Gespräch kommen können, was uns unglaublich wichtig ist. Immer dieses, vor allem, weil gerade bei meiner Frau und mir auf dem Herzen liegt, als Leiter auch ein offenes Ohr zu haben, und versuchen, gut zuzuhören und einfach auch aus der Erfahrung, die wir gesammelt haben über diese 11, 12 Jahre, dann auch etwas weitergeben zu können. Mhm. Und unser Alltag besteht darin, das Gästehaus zu leiten, Mitarbeiter zu betreuen, wenn sie da sind. Ich reise auch sehr viel. Wir haben es zum Beispiel zum Ziel gesetzt, alle unsere Teams auf der Insel mindestens 2-mal im Jahr zu besuchen. Ja. Okay, wie viele sind das? Das variiert ein bisschen. Wir haben zurzeit 8 Teams. Mhm. So, das ist ein Teil der Aufgabe. Der zweite Teil der Leitungsaufgabe ist nicht nur auf lokaler Ebene bei uns auf der Insel, sondern weltweit. Und da haben wir um die 270 Mitarbeiter. Davon sind ungefähr 60% Westler und 40% einheimische Mitarbeiter, die wir haben. Und da ist es so, dass ich da weniger die Mitarbeiter, die jeden einzelnen Mitarbeiter persönlich betreue, weil die sind in ihren Regionen, haben sie lokale Leiter, so wie ich das bei mir in meiner Region habe. Sondern da geht es eher darum, die Koordination zwischen den Regionen, einfach jemanden da zu haben, der das koordinieren kann. Okay, das heißt so, ich stelle mir jetzt so einen Hotelier vor, der so dafür sorgt, dass immer Essen da ist, dass die Zimmer sauber sind, dass das Zimmer, dass das Gebäude in Schuss gehalten wird, genau. Mhm. Okay, Hausmeister arbeiten. Man muss dazu sagen, das machen wir nicht alleine, weil wir haben schon, was haben wir da, über 30 Betten. Und da ist manchmal sehr viel Verkehr, deswegen, wir machen das auch nicht alleine. Wir haben noch einheimische Mitarbeiter, mit denen wir es zusammen machen. Und das gibt mir auch den Freiraum, dann auch zu reisen und, sag ich mal, die Koordination der Arbeit zu tun, sodass sonst wäre das ein Fulltime-Job und ich hätte keine Zeit, die anderen Aufgaben machen zu können. Ne? Wie organisierst du dich selbst? Gehst du einfach in den Tag und guckst, wer ist gerade da, wen empfangen wir, wen verabschieden wir? Oder hast du schon irgendwie, ich meine, klar, gewisse Dinge stehen im Kalender drin, aber ist deine Woche durchgetaktet, dass du Termine hast? Oder wie kann man sich das vorstellen? Eher freie Schnauze, schauen, was ist heute dran, so? Oder wie hier im Westen, wenn ich in meinen Kalender gucke, dann weiß ich ganz genau, von wo ich wohin zu fahren habe und zu tun habe. Ja, also der Kalender spielt auch bei uns eine große Rolle. Da haben wir halt Dinge, die wir vereinbart haben mit den Teams. Da muss ich gucken, jetzt im Vorfeld, zum Beispiel von heute muss ich gucken, was steht morgen an, ne? Welche Termine haben wir jetzt abgemacht, mit welchen Teams. Sind wir irgendwo im Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting mit jemandem?
mit irgendwelchen Kollegen aus dem Leitungskreis oder vielleicht Teams in den Dörfern. Gucke ich mir im Kalender an, wer kommt heute als Gast, wer fährt heute. Und dann gibt es eine andere Liste, die ich versuche zu führen mit allen Reparaturen, die im Gästehaus getan werden müssen. Da muss ich gucken, was davon kann ich selber machen, was davon kann ich an meine Mitarbeiter weiterleiten oder was muss ich vielleicht sogar an jemand extern weitergeben. Also vielleicht ein größeres Projekt, sagen, hey, wir müssen da was renovieren. Haben wir jetzt in den letzten paar Jahren tatsächlich einiges getan. Und dann müssen wir gucken, okay, wo finden wir jetzt irgendwelche Handwerker, ne, die das machen könnten. Mhm. Ja. Und so gestaltet sich der Tag, dass ich gewisse Dinge, die sind schon im Vorfeld geplant, die sind bei mir im Kalender. Mhm. Und die anderen Sachen, klar, ich muss nur auch den Freiraum haben, in den Tag reinzugehen und die Dinge, die am Tag immer spontan kommen, dass ich die auch machen kann. Wenn ich alles verplane, dann habe ich nicht diesen Freiraum, diese Dinge, die spontan immer da sind, auch noch irgendwie zu erledigen. Ja. Ich finde, das klingt im Endeffekt wie ein klassischer Job. Ich meine, ist ja im Endeffekt genau das, was ich zumindest auch auf Arbeit mache. Ich habe dann einmal Sachen, die sind geplant, aber dann kommt ein Jugendlicher, will was von mir und dann muss ich spontan reagieren und dann daraus entstehen vielleicht noch weitere 4, 5 Aufgaben und anders wirst du es ja auch nicht haben. Ne? Genau, ja. Und das Ziel bei dem Ganzen vielleicht nochmal hier reinzuwerfen, das Ziel ist natürlich nicht, damit ich einen Job habe. Das Ziel ist ja bei uns, okay, wir wollen diese gute Nachricht, wir wollen das Evangelium an den Mann bringen. Wir wollen, dass das halt in die letzten Winkel des Landes wirklich etwas bewirkt. Mhm. Ja? Und ich sehe mich, meine Rolle eher in dieser unterstützenden Rolle, dass ich jetzt die Mitarbeiter, die wir haben, tatsächlich unterstütze, dass ich denen Dinge abnehme, damit sie sich mehr darauf fokussieren können. Mhm. Nur mal als Beispiel, das mit dem Gästehaus. Klar könnte man sagen, jeder kann sich irgendwie ein Hotelzimmer suchen, jedes Mal. Aber ich meine, es ist mit Aufwand verbunden. Ne? Mhm. Hier kann ich den Dinge abnehmen, so dass die keine Buchung vorher machen müssen. Die haben mehr Freiraum. Wir haben hinten einen riesengroßen Spielplatz. Die Kinder können da spielen. Wenn die im Hotel sind, ist das alles nicht möglich. Ne? Und wir versuchen, diese Dinge so viel wie möglich abzunehmen. Zum Beispiel, wir gehen für die einkaufen. Ne? Wir haben Mitarbeiter, deren einzige Aufgabe ist es halt, Lebensmittel einzukaufen für unsere Mitarbeiter, die irgendwo im Dschungel wohnen. Ne? Also alles, was man irgendwie machen kann, um, sag ich mal, denen zu helfen, sich so viel wie möglich auf die Aufgabe zu fokussieren. Deswegen ist meine Rolle eher diese unterstützende. Okay. Du weißt ja auch ganz genau, was die brauchen, weil du selbst 11 Jahre in der Position warst und vielleicht da kein Gästehaus hattest oder irgendwelche Unterstützer, die für dich eingekauft haben. Und jetzt weißt du genau, das wäre schon ganz gut, und oder? Ja, meine, wir hatten damals auch schon das Gästehaus, aber wir haben, sag ich mal, diesen Service nicht immer nutzen können, weil wir waren einfach so weit weg von der Stadt. Das heißt, wenn jemand für uns die Sachen eingekauft hat, das musste auch irgendwie ins Dorf rein. Ne? Mhm. Deswegen haben wir das nicht immer nutzen können. Aber ja, genau, diese 11 Jahre, die wir im Dorf hatten, die waren unglaublich wertvoll. Einfach um das auch mal tatsächlich in denselben Schuhen gesteckt zu haben, ne, um das auch wirklich auch Empathie zu zeigen, um auch wirklich zu verstehen, was ist es, was du da als Mitarbeiter durchmachst. Ne? Ja. Genau, so ein Feldleiter, der das nicht durchgemacht hat, ja, ist genauso wie so ein Schulleiter, der nie Klassenlehrer war oder irgendwie sowas. Oder der nie wirklich unterrichtet hat oder so, sondern ganz schnell Schulleiter war. Das ist was anderes. Ne? Also vielleicht ein kleiner Vergleich. Wird ja auch häufig nicht akzeptiert. Also ich meine, in Firmen ist das ja auch so. Bist du in irgendeiner Position, ohne vorher die anderen Positionen zu haben, dann so, ey, du weißt doch überhaupt nicht, wie das hier am Arbeitsplatz eigentlich ist. So, ne? Selbst wenn er das Richtige sagt, denkt man sich, was weißt du schon? Genau, aber wenn du das andere gemacht hast, dann ist das auch einer von uns, dann bist du plötzlich nahbar. Ne? Das ist ja genauso wie Gott wurde Mensch. Ne? Genau so, ja, richtig, ja, genau das. Und neben dem Service und so weiter, den ihr anbietet, sehe ich auch jetzt so von dem, was du erzählst, auch den größten Mehrwert fast schon auch diese seelsorgerliche Komponente, ne? Dass die mal jemanden haben, der mit dem sie sprechen können, wo sie sich vielleicht mal ausweinen können, wo jemand da ist, der zuhört, der sie versteht, all diese seelische Komponente, wo man auch
vielleicht Heilung bekommen kann dann und neue Kraft schöpfen kann, um weiterzumachen, ne? Ja. Man hat mal untersucht und festgestellt, dass der Stresslevel, den Missionare oder Menschen im interkulturellen Dienst erleben über die Jahre, der ist häufig gleich hoch wie derjenige, der gerade einen Geliebten verloren hat durch einen Sterbefall. Weil sie also, nicht zu Hause sind. Genau, einfach diese, also es ist ja nicht nur, dass du nicht zu Hause bist, sondern du lebst in einer komplett fremden Kultur. Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, es fängt ja damit an, ich bin so ein Neuankömmling, ne, bei uns im Land, ich komme dahin, okay, ich stehe morgens auf, die simpelste Sache, ich muss was zu essen haben. Ja. Ich stehe auf, in dem Land mache ich mir Gedanken, okay, wo gehe ich hin? Aha, ich weiß, da gibt es einen Laden. Wenn ich da hingehe, wie frage ich nach dieser Sache? Ja. Ne? Was gibt es überhaupt? Ne? Was mache ich, wenn diese Person mir Fragen stellen? Was sage ich? Ne? Das heißt, du lernst zwar Sprache, aber gerade am Anfang ist das immer in deinem Kopf. Ne? Du gehst zu deinem Nachbarn, der Nachbar sagt nur, hallo, wie geht's? Und ich starre ihn an und bei mir pulsiert, da weißt du, mein Herz schlägt, sage, boah, was hat er gesagt? Ist auf mich sauer? Mag er mich? Oder was will er von mir? Ne? Dabei hat er mir nur gesagt, hey, hallo, wie geht's dir? Ne? Aber ich habe keine Ahnung. Das heißt, und das ist der tägliche Stress, den du tatsächlich auch physisch verspürst. Ne? So, und klar, irgendwann verändert sich das. Du bist irgendwann mal zu Hause, irgendwann mal kennt man die Sprache, irgendwann mal kennt man auch die Kultur ziemlich gut und trotzdem ist es immer noch nicht, es ist immer noch nicht das, was du eigentlich von zu Hause kennst. Ne? Und weil das so ist, ist es uns wichtig, unsere Mitarbeiter zu begleiten und einfach auch ein offenes Ohr zu haben für die und denen die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren, Dinge zu verarbeiten. Und wir setzen uns mit denen sehr häufig zusammen und reden einfach über deren Erlebnisse. Ne? Jedes Mal, wenn die in die Stadt kommen, ist es uns wichtig, dass wir sagen, hey, wir würden uns gerne zum Kaffee treffen. Okay, setzt uns hin. Wie geht's euch? Wie läuft die Arbeit? Was sind so eure Herausforderungen? In dem Moment, wo diese Person dann erzählt, verarbeitet das Gehirn das Erlebte. Ne? Und das ist ja, dieses Erzählen hat ja diese heilende Wirkung auf die Psyche. Da ist jemand, der hört zu. Mhm. Ne? Jemand interessiert meine Geschichte. Ja. Und die zweite Sache ist, ich kann einfach mal erzählen, was ich jetzt in den letzten 2-3 Monaten erlebt habe. Und dieses Erzählen, jemandem mitteilen, gerade in dieser komplexen Situation, ist echt heilsam. Mhm. Das ist also das bewirkt Großes. Ne? Und das ist halt, was du vorhin sagtest, ne? Dieses Seelsorgerische ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber auf jeden Fall dieses Zuhören, das offene Ohr zu sein, Fragen zu stellen und natürlich dann auch helfen. Je nachdem, was das für eine Geschichte ist, entwickeln sich Dinge ganz unterschiedlich. Und es gibt da diesen Begriff, den man in der Mission mittlerweile nennt. Man nennt das mittlerweile Member Care. Das ist so ein Bereich, ne? Wo es darum geht, die Mitarbeiter zu begleiten und für sie zu sorgen und gucken, dass man irgendwie ein Konzept hat, für wie man Mitarbeiter bewusst begleitet in dieser Phase. Ne? Wie kommen die Mitarbeiter bei euch an? Wie sind die so drauf? Ich weiß jetzt nicht, was die genau machen. Da gibt es ja 8 Teams, sagst du. Mhm. Das heißt, 8 verschiedene Projekte ungefähr oder machen die alle dasselbe? Ganz unterschiedlich. Wie sind die da unterwegs? Mhm. Oder was ist deren, weil wenn man Missionar hört, sag ich mal, jemand, der gar nichts mit Christentum oder anderen Religionen so am Hut hat, der hört Missionar und der denkt erstmal, okay, da hat jemand eine Bibel irgendwie oder ein Buch unterm Arm, geht in den Wald, prescht da rein in irgendeine Kultur und predigt jeden Tag, wird nur gepredigt. So, das ist so, glaube ich, der Standard, das Standarddenken, der Standardimage eines Missionars. Ne? Mhm. Jetzt hast du deine Aufgaben beschrieben, aber du bist ja jetzt nicht so an der Front im Volk, gerade in der leitenden Person, als leitende Person, sondern das sind ja eher deine Kollegen,
vor Ort. Was machen die da praktisch? So, was sind so die Tätigkeiten, die die machen? Predigen die den ganzen Tag aus der Bibel? Ja, ich muss kurz überlegen, wo ich da am besten anfange. Also zum einen machen sie das, was wir auch gemacht haben, dieses Sprach- und Kulturlernen. Mhm. Ne? Und das ist halt, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, weil wir wollen ja auch kommunizieren können. Wir wollen uns halt verständigen, nicht idealerweise nicht in der Handelssprache. Du findest immer Menschen, die Handelssprache können, bis zu einem gewissen Grad. Aber sobald du ein bisschen tiefer anfängst zu graben und versuchst, über die tiefen geistlichen Themen zu reden, ne, da ist finito, ne, da läuft nichts mehr. Da musst du schon die Sprache der Herzen auch kennen, um in die Herzen sprechen zu können. Deswegen nennen wir das häufig die Herzenssprache. Ne? Mhm. Was ist die Sprache, die dir so am vertrautesten ist? In welcher Sprache kannst du dich, sag ich mal, über die tiefsten Dinge unterhalten? So, und die lernen auch alle Sprache, unsere Teams. Mhm. Ne? Die lernen Sprache, Kultur. Und ich als Leiter gucke, dass ich die helfe in diesem Prozess. Wenn sie diesen Prozess abgeschlossen haben, gehen wir in die nächste Phase rein und sagen, okay, hat diese Sprache schon ein Alphabet? Sehr häufig nicht. Dann müssen wir jetzt ein Alphabetisierungsprogramm machen. Sprich, wir untersuchen die Sprache. Das heißt, man muss, also während des Sprachstudiums sammeln wir ja auch Material. Das heißt, wir sammeln ganz viele Geschichten. Wir sammeln das ganze Vokabular. Das kommt halt alles in eine Software rein. Und diese Software, die sammelt das und kategorisiert das Ganze, ne? So, und irgendwann bekommst du dann dahin, dass du sagst, okay, jetzt wollen wir der Sprache ein Alphabet geben. Bevor wir das machen, müssen wir eine Sprachanalyse machen, um festzustellen, was ist die Grammatik, was sind die Regeln, weil jede Sprache hat eine Grammatik. Ne? Nicht jeder kann die Grammatik seiner eigenen Sprache erklären. In der Regel ist es so, dass man die Grammatik der eigenen Sprache nicht erklären kann, weil du machst dir nie darüber Gedanken. Du machst dir in der Regel nie Gedanken, warum sage ich das so oder so. Ne? Klar, wenn man studieren geht, ne, und wenn man auf Lehramt studiert, irgendwann, ne, befasst man sich. Aber so, der normale Mensch, der macht sich nicht Gedanken, warum ich das sage. Der weiß, was richtig und falsch ist. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt die Leute im Dorf fragen, hey, wieso sagt ihr das? Dann gucken die einen nur an und sagen, wieso? Das ist richtig und das ist falsch und fertig. Ne? Das heißt, wir müssen das schon selbst rausfinden. Und es gibt halt Tools, mit denen man diese Analyse macht. Und dann merkst du irgendwann mal, aha, da gibt es halt, da gibt es gewisse, da gibt es Regeln, ne? Es gibt Regeln, wo eindeutig ist, das ist falsch und so ist richtig. Diese Konstellation ist richtig, diese ist falsch, ne? Das Verb wird plötzlich verändert in diesem Kontext bekommt es nochmal eine andere Endung zum Beispiel, ne? Und all diese Dinge versuchst du mit der Analyse rauszufinden und machst deine Analyse, deine Abschlussanalyse, und das gibt dir so einen Überblick, also funktioniert die Sprache. Wenn du das fertig hast, kannst du in die nächste Phase gehen und der Sprache ein Alphabet geben. So. Also, um da einen Faden jetzt zu machen, erstmal selbst lernen, dann analysieren, dann Alphabet daraus machen. Okay. Genau. So, und dann ist es so, im nächsten Schritt musst du jetzt gucken, ist das ein Volk, das noch nie gelesen hatte? Oder ist das ein Volk, das vielleicht in der Handelssprache Lesen und Schreiben vielleicht mal gelernt hat? Das heißt, man muss immer gucken, wo sind die mit der Schulbildung? Ja? Und dementsprechend passt du dein Alphabetisierungsprogramm an und arbeitest ein Programm, das jetzt den Einheimischen, also mein Nachbarn, mein Freund, hilft, die Sprache zu lesen und zu schreiben. Also ihre eigene Muttersprache zu lesen und zu schreiben. Wie kommt das an, wenn ihr da auf einmal mit einem Alphabet, was die noch nie gesehen haben, aufschlagt? Also bei uns im Dorf war das sehr spannend. Es ist zum einen so, dass die in meinem Alter waren und jünger, die hätten nie zugegeben, dass sie nicht lesen können. Deswegen, denen zu sagen, ich möchte dir jetzt beibringen, zu lesen und zu schreiben, das war für die so,
Ich bin kein Kind mehr. Ne? Ich bin mal auf einer Grundschule gewesen. Ich habe 4 Jahre gelernt. Ne? Also sag mir nicht, dass ich nicht lesen kann. Ne? Also das mochten sie nicht. Ne? Deswegen, wir mussten das ein bisschen anders verpacken. Schon, ne? Konfliktpotenzial. Absolut, oder? Absolut, ja. Und es ist so, die haben tatsächlich mal Lesen und Schreiben gelernt. Aber man muss sich vorstellen, das Niveau ist so, die waren vielleicht mal auf einer Grundschule, haben 5 oder 6 Jahre gelernt und danach nie mehr gelesen. Also 20, 30 Jahre später, ja, die können halt die Buchstaben erkennen, aber deren Lesen ist halt, ne, bis du am Ende des Satzes angekommen bist, hast du vergessen, was du am Anfang gelesen hast. Das war tatsächlich häufig so. Ne? Das heißt, sie konnten sich häufig durch die Sätze stolpern, aber haben nie gewusst, was sie jetzt am Ende gelesen haben. Ne? Und ja, und in dem Prozess waren wir, dass wir versucht haben, denen zu helfen, ihre eigene Sprache jetzt zu lesen. Wir hatten zum Beispiel verschiedene Geschichten übersetzt oder geschrieben, deren eigene Geschichten, Überlieferungen, die haben wir aufgeschrieben und kleine Bücher ausgedruckt, verteilt. Die Kinder fanden das ganz toll, die waren ziemlich, ziemlich lernwillig, die Älteren weniger. Mit den Älteren haben wir das häufig so gemacht, dass wir, wenn wir zusammen aus der Bibel gelesen haben, dann später, wo wir schon aus der Bibel, wo wir Bibelübersetzung hatten, ne, dann haben wir es mit den Erwachsenen zusammen gemacht. Ich habe da mein Bildschirm mitgebracht, habe den in den Raum hingestellt und gesagt, jetzt lesen wir aus 1. Buch Mose, Kapitel 1. Und dann haben wir ganz laut, wie so eine Schulklasse gelesen. Ne? Und das hat ihnen geholfen, ohne es zugeben zu müssen, dass sie nicht gut lesen. Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, hey, Peter, kannst du mal lesen? Also das wäre dann nicht gut angekommen, ne? Weil er nicht so gut lesen kann. Ne? Aber wenn man es dann zusammen gemacht hat, ne, dann hat man zusammen dieses Lesen geübt. Ne? Mhm, okay. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, ja. Also du musst ja erst das Interesse schaffen. Ich meine, wieso sollte ein Volk lesen lernen wollen? Ich meine, du hast jetzt danach gesagt, okay, die haben irgendwie sowas wie Schulen, die haben 4 Jahre irgendwo was gelernt. Das heißt, es gibt ja irgendwie schon dann Orte, Schulen in den Dörfern selbst, oder müssen sie dann irgendwie weiter weg? Sind das dann nur die Familien, die darauf Wert legen? Oder allgemein so, ich meine, wieso ist überhaupt das Interesse da? Ich meine, klar, für dich als Missionar sagst du ja, vielleicht irgendwann mal dann die Bibel zu lesen, Gott kennenzulernen und all das. Aber wie erklärst du denen das? Wie schaffst du Interesse? Es hängt immer so ein bisschen von der Kultur des Volkes ab und was die in ihrer eigenen Kultur gerade so wertschätzen. Sehr häufig ist es so, dass diese Kulturen stolz sind auf ihre Identität und ihre Sprache. Zu wissen, dass meine Sprache plötzlich verschriftlicht wird, das füllt sie häufig mit Stolz. Hey, das ist unser Ding. Ne? Wir hatten bei uns im Dorf, war das so, dass der Wille, es lernen zu wollen, war mal größer, mal weniger, aber der Stolz war trotzdem da. Immer sagen zu können, in unserer Sprache, da sind ja noch viele andere Volksgruppen um sie herum, die haben nicht Bücher in ihrer Sprache, aber unsere Sprache, hey, wir haben Bücher, ne, in unserer Sprache. Also das fanden die richtig toll. Ne? Da waren sie ganz stolz drauf. Ne? Bei uns war das Interesse am Anfang nicht so groß, deswegen haben wir diese Alphabetisierung auch nicht groß aufgezogen, weil wir merkten, das Interesse war nicht groß. Da wir haben dann angefangen, aus der Bibel zu lehren, und diejenigen, die da dahin kamen, bei denen war natürlich das Interesse, das irgendwann mal selber lesen zu wollen. Ne? Und da kam das Interesse, sage ich mal, im Nachhinein, wo sie gesagt haben, hey, eigentlich möchte ich das auch selber nachlesen können, ne? was wir da gerade lernen. Ne? Und da kam das Interesse im Nachhinein. Okay. Das heißt, jeder Mitarbeiter, um nochmal so auf diese Linie zu kommen, ist das Ziel, in die Übersetzung zu bringen. Das ist so der Fokus, höre ich so raus. Ja, in den meisten Fällen, genau. Also man macht die Alphabetisierung und der nächste Schritt ist dann Bibelübersetzung. Mhm. Weil, das heißt, wenn wir mit der guten Nachricht kommen, dann müssen wir natürlich auch das Ganze irgendwie übersetzen. Ne? Und deswegen ist es gut, dass man immer in Teams arbeitet. Wir versuchen, die Teams immer mit mindestens 3 Units, also mit 3 Familien, auszustatten, sodass die Aufgabenlast so ein bisschen verteilt werden kann.
dass nachdem man mit dem Sprach- und Kulturstudium fertig ist, dass man sich aufteilen kann. Der eine macht die Alphabetisierung, der andere fängt schon an, die Bibel zu übersetzen, der andere fängt an, die Bibellektionen vorzubereiten. Also man sagt, okay, wir wollen jetzt ein Konzept haben, wir müssen uns Gedanken machen, was sind so diese großen Lebensfragen dieser Menschen? Ja, wie können wir das Evangelium Kultur sensibel auch vermitteln? Wir wollen ja da nicht einfach mit dem mit der, wie sagt man das im Deutschen, mit der Faust durch die Wand oder was, ne? Mit der Brechstange. Mit der Brechstange durch die Wand, sondern wir wollen auf jeden Fall kultursensibel sein und wir wollen auch nicht Antworten auf Fragen geben, die sie vielleicht noch nie gestellt haben. Mhm. Deswegen ist ja dieses Kulturstudium so wichtig. Ja? Was sind so deren, wenn du halt hinter die Fassade schaust, ne? Was ist hinter diesem Offensichtlichen, also der Kultur, ne? Und das ist halt, also wir sprachen von Sprache, Kultur und die nächste Ebene ist die Weltanschauung. Was steckt dahinter? Die Weltanschauung ist ja die Ebene, die man so nicht sieht. Das ist halt was, meine tiefen Überzeugungen, die in mir drin sind, das ist die Weltanschauung. Und man versucht über die Sprache, über die Kultur in die Ebene der Weltanschauung reinzukommen, um zu verstehen, was ist es, was sie antreibt? Was sind die Fragen, was sind die Ängste, die sie tief in ihrem Herzen haben? Ne? Also, wenn du da bist, dann kannst du denen auch eine Alternative anbieten. Wenn du auf der Sprachebene stecken bleibst, und das ist übrigens in der Missionsgeschichte sehr häufig der Fall gewesen, dann hast du eine Kommunikation, die irgendwie so geht, ne? Mhm. Total aneinander vorbei. Ne? Die einen haben Fragen, aber die kriegen keine Antworten. Die bekommen zwar Antworten, aber auf komplett andere Fragen. Ne? Ja. Und dann ist da, also es ist halt nicht gut gewesen. Ne? Und viele, die letzten Jahre hat man schon sehr großen Wert darauf gelegt, die Kultur kennenzulernen, was enorm wichtig ist. Ne? Aber die nächste Phase ist tatsächlich die Weltanschauung. Das ist eher, ich würde sagen, eher neu, so in der Welt der Missionsarbeit. Aber ich finde unglaublich wichtig, weil es hier nochmal hilft, in eine gewisse Tiefe der Kultur hineinzutauchen. Ne? Ich dachte, also ich meine, um sich philosophisch austauschen zu können, musst du ja sprachlich wirklich, also du musst die Sprache können. Yep. So, ich kann natürlich, ich meine, ich war mal irgendwie in Südamerika, dann habe ich einen Monat Spanisch gelernt und dann konnte ich sagen, ja, ich bestelle mir hier irgendwie ein Mittagessen oder sowas, aber ich konnte nicht mich mit ihnen austauschen, so wirklich, ja. Und deswegen ist genau das eigentlich immer der erste Schritt in so einer Kultur, ne? Die Sprache gut zu können, um dann tiefer einzusteigen. Ne? Absolut. Ich kenne Mission auch so, so habe ich das kennengelernt in Malawi, wo ich ja dann war. Da war man nicht im Dorf drin, sondern man hat sich sozusagen selber ein Gelände abgezäunt sozusagen, mit gutem Grund schon auch, ja. Aber da hat man eher so ein Kinderdorf geleitet sozusagen und mit Waisenkindern und so weiter. Und das ist dann schon irgendwie so, okay, das macht dann irgendwie Sinn. Man hilft den Waisenkindern und die kann man dann ja auch, oder auch nicht Waisenkinder, überhaupt irgendwelche Kinder, die aus was auch immer für Familienverhältnissen kommen. Denen gibt man dann zu essen und diese ganzen Sachen. Aber die Sprache, die Missionare, konnten die nicht wirklich gut. Okay. Jetzt, weil ihr Fokus woanders lag. Mhm. Was ich bei dir hier total raushöre, die Sprache. Ist ja total wichtig erstmal so, wie du sagst, die erste Barriere. Mhm. Da ging es eher so darum, man hat sich auf Englisch unterhalten und die ganzen Gemeinden, die da auch schon waren, also auch die Einheimischen, naja, man hat sich auf Englisch mit denen unterhalten. Mhm. Die Chair war da, also die Sprache, man konnte es ein bisschen. Jetzt ist Erod, mein Schwager, da und der ist so meiner Meinung nach, der Erste, der so richtig mal angefangen hat, nee, ich möchte Chewa mal ein bisschen besser lernen. Mhm. Und der hat sich wirklich Monate Zeit genommen, auch das, Monat ist ja noch wenig, ne, also man muss ja Jahre. Und, aber mal intensiver das zu lernen, fand ich spannend. Ich so, ja, wo ich war 9 Monate da, aber ich konnte, ja, wie geht's dir, hallo? Und ja, natürlich so die Grundbegriffe. Und da war es ja noch leichter, weil die konnten ja auch schon Englisch und du konntest die wirklich fragen, was heißt denn dieses Wort? Und die sagen es dir auf Englisch. Und hier, du sagtest zum Beispiel, ich habe meinen Nachbarn gesagt, was ist das?
Was ist das, musstest du ja auch auf einer Sprache sagen. Auf welcher Sprache hast du denn das gesagt, dass er dich versteht? So, ne? Zeigen, das ist die Sprache. Also, ich meine, mir war einfach wichtig, wie wichtig die Sprache anscheinend ist, ist mir jetzt so. Fand ich interessant. Und das ist in Malawi, da zumindest wo ich war, der Fokus einfach woanders lag. Da ging es einfach so, okay, den Kindern helfen einfach. Ne? Das ist ein Fokus von Mission und der andere ist tatsächlich dann woanders, wie ich das hier sehe. Ja, absolut. Also Sprache, Kultur und Weltanschauung, ich würde sagen, das sind tatsächlich so die also absolut wichtigen Elemente, wenn man wirklich so eine fremde Kultur verstehen will. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja die Menschen erstmal verstehen können, ne? Bevor wir denen irgendwas anbieten können. Ne? Mhm. Und da muss man tatsächlich sich viel Zeit nehmen. Ne? Übrigens etwas, was heutzutage absolut nicht in ist. Ne? Heutzutage hat man ja gar keine Zeit. Man möchte am besten überall auf eine Überholspur, so schnell wie möglich. Übrigens auch in der Missionsarbeit sehen wir das weltweit, dieses Phänomen, dass man anfängt, Abkürzungen zu machen, wo es gerade irgendwie nur geht oder auch nicht geht. Ne? Hast du Beispiele? Beispiele? Oder wollen wir die im zweiten Teil besprechen? Ich hätte tatsächlich Beispiele, ja. lass uns das für später aufheben. Ja. Komm, mach das. Genau, Weltanschauung finde ich, glaube ich, echt der Schlüsselpunkt, weil das erinnert mich an eine Doku, wo auch ein Missionar in den tiefsten Busch, ich weiß nicht, in welchem Land, gegangen ist. Und die waren so primitiv, dass die keine Zahlen hatten. Also primitiv in unseren Augen. In unseren Augen primitiv. Ja, ja, nicht zivilisiert so in dem Sinne, sondern für sich halt lebten. Und klar, die haben sich untereinander verstanden, logisch und so. Soll ja auch nicht wertend sein. So. Aber da kam der Missionar halt an, hat die Sprache gelernt, konnte mit denen reden. Und dann fing er halt an, Antworten zu geben, so wie du gesagt hast. Und dann, ja, ewiges, ihr wollt ja auch ewig leben und so, dann müsst ihr dies und dies oder solltet und so. Und die waren so, ewig leben? Nö. Das war so gar nicht in deren Vorstellung, weil die konnten nicht mal bis 2 zählen oder so. Mhm. Haben das alles immer irgendwie nur so umschrieben, wenn überhaupt. Und er hat so halt die klassischen Antworten gegeben, die man irgendwie so wahrscheinlich als ausgebildeter Missionar in seinem eigenen Land irgendwie lernt erstmal und hat gemerkt, der kommt da überhaupt nicht an. Also das, was er weitergeben möchte, das brauchen die gar nicht, überhaupt gar nicht. Und dann hat er sich von seinem Glauben abgesagt. Oh Mann. Das war das Ende der Geschichte. Deswegen das, was du sagst, ne? Also Antworten zu geben, auch auf das, was wo Bedarf auch ist, ne, oder wo die Fragen sind. Genau. Wo sind denn so deine alltäglichen Herausforderungen? Wo liegen die? Wo beißt du dir die Zähne aus? Oder wo hast du Kopfschmerzen? Wo sind die da gerade so bei euch? Ja, ich denke, auch nach 16 Jahren ist einer der größeren Herausforderungen dieses Interkulturelle. Das Interkulturelle nicht nur, also die Menschen, mit denen wir arbeiten, sondern unsere Teams sind auch bunt. Wir haben Amerikaner, wir haben bei uns Kanadier, wir haben Australier, wir haben Deutsche, wir haben Schweizer, Österreicher, Koreaner, Malaysia, ne, das sind, und Indonesier. Und auch in dem Land ist es so, dass je nachdem aus welcher Volksgruppe die kommen, ne, haben die auch nochmal eine andere Kultur. Ja, das heißt, wenn du aus einem Teil des Landes kommst und in einen anderen Teil des Landes ziehst, kann es sein, dass du dir vorkommst wie in einem komplett fremden Land. Ne? Mhm. Und das sind dann unsere Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich denke, das ist mit die größte Herausforderung, jetzt nicht nur dich auf die eine Kultur einzustellen. Ja, du bist gekommen, um denen etwas über Jesus zu erzählen. Okay, du lernst die Kultur, aber
die Menschen, mit denen du das machst, es kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Ne? Verschiedene Denominationen ist eine andere Sache. Ne? So Christen aus den unterschiedlichen Denominationen, verschiedene Kulturen. Ich denke, das ist so mit die größte Herausforderung, da auch kultursensibel zu sein mit den Mitarbeitern. Mhm. Dass man eine Sprache findet, die angebracht ist zum Beispiel. Ne? Dass man versucht, den anderen so weit zu verstehen, dass du ihn nicht ständig verletzt mit deinen komischen Äußerungen oder mit deinen komischen Witzen. Übrigens, Witze interkulturell ist eins der schlimmsten Sachen. Ne? Nur Fettnäpfchen, Sarkasmus, ne? Ja. Nur Fettnäpfchen, oder? Absolut. Sarkasmus, Witze, das ist also total gefährlich. Ne? Weil was für mich witzig ist, ist für den anderen verletzend. Ne? Und das weiß ich ja gar nicht. Deswegen am besten meiden. Es sei denn, man versteht das Gegenüber wirklich sehr gut. Ne? Man weiß, was okay ist und was nicht. Aber ich würde sagen, grundsätzlich, wenn du in einen interkulturellen Kontakt trittst mit jemandem, mit Witzen aufpassen. Das hab ich auch schon mal gemerkt, ja. Allein mit, weiß nicht, ins Hostel oder so, und da sind irgendwelche Leute, die aus Frankreich oder was auch immer, wenn du da irgendeinen Scherz sagst, die kennen dich gar nicht, dann auch die kennen dich ja vielleicht nicht, wenn sie dich kennen würden, so, okay, der meint das so und so, ne? Ja, ja. Ist ja vielleicht nur witzig gemeint, aber. Genau. Gibt es irgendwie eine Geschichte, die sehr krass für dich war, die irgendwie einen tiefen Eindruck hinterlassen hat, die du auch bereit bist zu teilen natürlich. Gibt es da irgendwie auf kultureller Ebene oder in der Mission oder so, wo du sagst, das war wirklich ein heftiges Ereignis, was du erlebt hast oder wo du irgendwie was gesehen hast? Eine Sache, an die ich da denke, es war gleich am Anfang unserer Zeit im Dorf. Wir hatten einen Geländewagen von unserem Kollegen. Die Straße war schlimm. Ich bin die Strecke mehrmals schon gefahren, nicht sehr häufig. Ich wusste ungefähr, wo ich lang fahren musste. Und die Strecke, die wir damals zurücklegen mussten, das war so, dass wir von der Provinzhauptstadt mussten wir in den Süden fliegen. So gar nicht so lange, vielleicht nur eine halbe Stunde. Ne? Und aus diesem Ort, um in unser Dorf zu kommen, mussten wir halt über Land fahren. Und da habe ich dieses Auto gehabt von meinem Kollegen. Wir haben das vollgepackt, meine Familie. Ich brachte die Familie, glaube ich, das allererste Mal ins Dorf. Ich war da schon, habe das Haus schon so ein bisschen vorbereitet. Und jetzt ging es darum, ins Dorf zu fahren, die Familie reinzubringen. Und wir haben das Auto vollgepackt. Das war so ein Toyota Land, nicht Land Cruiser, sondern Also ein Pickup wahrscheinlich, ne? Nee, war kein Pickup. Nee. Ach so, okay. Nee. Es war hinten, also du hattest hinten nochmal Sitzplätze, ne? Du hast kein Pickup gehabt. Eine alte Maschine, aber unglaublich starken Motor. Und wir fuhren los. Es hat geregnet. Wir waren nicht weit raus aus der Stadt. Und weil es geregnet hat, hast du zwar die Straße gesehen, aber du hast nicht gesehen, ist da jetzt eine Pfütze, ist die tief oder nicht tief, ne? Und ich einfach Gas gegeben, ne? So einfach Gas gegeben und knall mit voller Wucht in so eine Pfütze rein, ne? Motor geht aus. Ja, toll. Also wir sind nicht weit weggefahren. Das ist halt, ne? Vielleicht eine halbe Stunde kannst du wieder zurück in die Stadt, aber jetzt steckst du da, ne? Das Auto geht nicht, Motor geht nicht und ich habe keine Ahnung gehabt, was es war, ne? Stehe nicht, was machst du jetzt? Machst die Motorhaube auf? Ich bin eigentlich Einzelhandelskaufmann. Ne? Ich bin kein Automechaniker oder was. Ne? Mach die Motorhaube auf und tu so, als ob ich weiß, was ich tue, aber ne, keine Ahnung. Guckst du, alle Kabel sind noch dran, die da sind, aber ne, weiß ich auch nicht.
Überlegt hin und her und her und dann irgendwann mal angefangen zu beten. Herr, sag ich, wir sind jetzt hier unterwegs, du siehst das, ne? Wir kommen irgendwie nicht weit. Wir sind unterwegs für dich, ne? Was soll das hier, ne? Was soll das? Und ich merkte, dass meine Familie nervös wurde. Unsere Kinder wurden nervös. Unsere Tochter, die war sehr nervös. Und die hat dann, die hat wie ein Weltmeister gebetet, ne? Weil sie einfach auch Angst hatte. Das war dieses Ungewisse. Wir fahren ins Ungewisse. Und jetzt stecken wir. Papa weiß nicht, was er tun soll. Auto geht nicht. Naja, wir haben mehrmals gebetet und irgendwann mal geht das Auto an. Keine Ahnung, wieso. Aber es ging an, ne? Puh, danke, wir sind losgefahren. Fahren weiter. Und einfach, weil es so stark geregnet hat und die Straße sehr schlecht war, kamen wir nur langsam voran und irgendwann mal wurde es dunkel. Und Dunkelheit im Dschungel heißt tatsächlich dunkel. Also, ne, das ist, also da ist nichts. Ne? Keine Lichtverschmutzung. Keine Lichtverschmutzung, genau, da ist nichts. Ne? Und da ist auch keiner. Ne? Also einfach nur Wald. Das war die Straße vor dir, aber einfach nur Wald. Naja, wir fuhren und ich wusste ungefähr die Strecke. Und irgendwann plötzlich geht das Licht aus beim Auto. Einfach so. Du bist jetzt mitten im Wald, es ist schon Nacht, es ist schon dunkel. Deine Familie ist im Auto und du hast keine Ahnung, wo du bist. Ne? Ey, also das war kein schönes Gefühl. Das war kein schönes Gefühl. Ey, da haben wir echt Schiss gehabt. Weil du einfach nicht weißt, was machst du jetzt in so einer Situation. Ne? Das war, also da haben wir tatsächlich uns nicht wohl gefühlt dabei. Wir haben gebetet, immer wieder geschaut. Ich habe immer wieder Motorhaube aufgemacht. Ich glaube, wir sind so eine Zeit lang sogar mit Taschenlampe, ist meine Frau, glaube ich, vorgegangen und hat mir so, dass sie ein bisschen sehen konnte. Aber so konntest du ja nicht auf Dauer fahren, das war ja nicht möglich. Ne? Naja, das Einzige, was uns übrig blieb, war zu beten und zu vertrauen, dass irgendwas passiert. Ne? Und siehe da, das Licht ging einfach wieder an. Also ich kann mir nicht erklären, warum. Das Licht war aus, der komplette Strom war aus im Auto. Und irgendwann mal war der Strom einfach wieder an und es lief wieder normal. Ne? Das war ein sehr prägendes Ereignis für uns als gesamte Familie, das so erleben zu müssen. So das erste Mal als Familie ziehst du ins Dorf, so für den Herrn und boom, ne? so ein Erlebnis, wo du sagst, boah, was passiert hier gerade? Ne? Das war schon sehr prägend, sowas erleben zu müssen. Ne? Ich glaube, wenn der Schreck erstmal so in die Knochen fährt, das vergisst man erstmal nicht, ne? Ja, genau. Ist da die Gefahr, dass da irgendwelche Tiere rumrennen? Ja, Tiere hast du überall, aber da wäre jetzt nichts. Ja, in Südostasien sind doch Tiger und so auch unterwegs, oder? Oder ist das nicht so? Also da in unserer Gegend, klar, wir haben Affen, ne? Unterschiedlicher Größe, Schlangen, aber so die großen, wir haben diese Bären. Bären? Ja, das sind Malaienbären übrigens. Ne? Mhm. Malaienbären ist halt eine bestimmte Bärensorte, die ist ein bisschen kleiner, ist nicht so wie ein Grizzlybär. Ne? Die haben sehr große Tatzen. So einen weißen Bauch. Ne? Sehen total süß aus, aber nicht süß. Sehen nur so aus, ja, genau. Willst du nicht begegnen. Ne? Aber da, wo Menschen sind, da wo Straßen sind, das sind die normalerweise gar nicht. Die finden das nicht so cool, was wir da machen, wenn wir da langfahren, ja. Deswegen, okay. Ja. Okay. Nee, das wäre, also mit den Tieren wäre gar nicht so schlimm. Es ist einfach nur, du bist da und vor allem, du bist neu, du hast keine Ahnung, was machst du jetzt hier, ne? Also es war zu Anfangszeit. Kein ADAC oder so wahrscheinlich auch, aber was auch immer, ne? Also kannst ja nicht mal schnell holen. Ja, geht nicht. Also, ja, finde ich voll krass. Ja, ich meine, es hört sich für mich dann direkt so an, okay, durch diesen Zusammenstoß, da ist irgendwas da, ne? Und dann hat dann wieder gefunkt oder so, aber war das Auto dann später nochmal doch zur Reparatur oder so? Oder? Nee, wir haben ja nicht rausgefunden, was das war, es war einfach nur aus. Ne? Ach so. Ich meine, Jahre später haben wir tatsächlich die gesamte Elektrik im Auto ausgetauscht, weil es war einfach alt, das Auto. Mhm. Und es hatte Schwierigkeiten gehabt. Ne? Aber in dem Moment war es aus und dann war es wieder an und dann lief es erstmal eine Weile, ne? Ohne dass wir herausfinden konnten, was tatsächlich da nicht in Ordnung war. Ja, aber ja, schon ein krasses Erlebnis, das ist gerade so am Anfang direkt mal so ein Vertrauenstest sozusagen. So, ne? Aber wenn man drinsteckt, denkt man, Alter, also das wäre überhaupt nichts für mich. Ich weiß ich nicht. Ja, schlimm. Ja. Ich denke, das Größte dabei ist einfach die Unwissenheit. Du hast keine Ahnung, wo du bist, du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht,
Aber was macht man in so einer Situation, ne? Und die Verantwortung mit der Familie, ja, kleine genau. Kinder, Frau, ey, das war, Ja, Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ja, ja, genau. Ich würde gerne mit dir mal zum Anfang springen. Wir sind ja jetzt direkt eingetaucht in dein Leben, in euer Leben als Familie dort. Aber wie war dein Anfangsweg? Also wie bist du überhaupt zur Mission gekommen? Was waren so deine Stationen, vielleicht Vorbilder oder so? Was hat dich geprägt, dass du diese krasse Entscheidung getroffen hast, irgendwann voll in die Mission reinzugehen? Also es fing damit an, ich muss da tatsächlich noch mal einige Jahre zurückgehen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, bin in eine Gemeinde gegangen. Ich muss dazu sagen, dass der Gemeindekontext, in dem ich mich damals befand, ich hatte es da schwer, das Evangelium richtig zu verstehen. Man hat über sehr vieles gesprochen, aber die Verkündigung, diese klare Verkündigung des Evangeliums kam so kurz, dass ich lange gebraucht habe, um zu verstehen, was ist überhaupt das Evangelium, wer ist überhaupt Jesus und wozu ist er gekommen. Ich denke nicht, dass die Menschen in der Gemeinde es bewusst verheimlicht haben, aber die Art und Weise, wie der Glaube gelebt wurde, hat man einen sehr großen Wert auf andere Dinge gelegt. Und da kam das einfach zu kurz. Und so für so kleine Stülpsen wie mich, der da groß wurde, ist das irgendwie total an mir vorbeigefahren. Ne? Also ich hatte irgendwann mal mich gefragt, Moment, was ist das überhaupt alles? Ne? Und mit 16 Jahren, ich kann mich noch erinnern, mit 16 Jahren habe ich dann angefangen, die Bibel zu lesen, also ganz bewusst. Ich habe die Bibel angefangen zu lesen und ich habe noch ein Buch gelesen. Und in diesem Buch beschrieb der Autor so die grundlegenden Dinge eines wiedergeborenen Christen. Und ich habe sie gelesen und gesagt, ich habe keine Ahnung, was er da sagt. Und dann dämmerte es mir, sagte, Moment mal, ich bin eigentlich christlich groß geworden und der Typ schreibt ja so die Grundlagen, also sozusagen, ach, das ist das Minimum, das man irgendwie wissen muss und ich hatte keine Ahnung. Und es hat mich voll angespornt, die Bibel zu lesen. Ich dachte, okay, also ich muss das verstehen. Ne? Wer ist Jesus? Wieso musste er wirklich kommen? Ne? Also das waren die Fragen, die mich damals sehr beschäftigt haben. Und durch dieses Bibellesen, auch durch dieses Buch, das war kein dicker Schinken, aber einfach durch dieses Lesen, durch das Nachdenken, sind bei mir die Augen aufgegangen. Ich denke, das ist halt, wo ich meine Wiedergeburt erlebt habe. Einfach durch diese Zeit, die ich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes verbracht habe. Ne? So, gar nicht lange danach ging ein Freund von mir nach Afrika und kam dann zurück und erzählte uns irgendwas von irgendwelchen Volksgruppen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und ich so, was erzählt er da? Irgendwie konnte ich damit absolut nichts anfangen. Ne? Weil in den Kreisen, in denen ich mich damals befand, war Mission irgendwie nicht wirklich ein Thema. Es waren, also ich habe so Missionsgeschichten gehört, ne, so auf Kassetten. Aber für mich war das, das sind alte Geschichten von ganz, ganz früher. Das ist ja, sowas gibt es mir nicht mehr. Ne? Und jetzt kommt da mein Freund aus Afrika und erzählt uns was von irgendwelchen Völkern, die Jesus nicht kennen. Und ich so, hä? Das ist ja seltsam. Ne? Und dann ist er nach England gegangen auf eine Bibelschule und wir haben ihn da besucht. Und da habe ich noch ein bisschen mehr davon erfahren. Und so kam der Stein ins Rollen, wo ich immer mehr über die Wirklichkeit da draußen erfahren habe. Also die Wirklichkeit außerhalb von meinem frommen Bubble, in dem ich mich befunden habe. Ne? Und das war schon ernüchternd, das festzustellen. Ein paar Jahre später hatte ich die Möglichkeit, so einen Missionseinsatz zu machen nach Südamerika. Ich war in Bolivien. Und in Bolivien, wir haben eigentlich einen Arbeitseinsatz gemacht. Und während diesen es waren, wie glaube ich, fast 4 Wochen da. Während dieser Zeit haben wir tatsächlich verschiedene Volksgruppen kennengelernt. Also eine Volksgruppe im Dschungel haben wir besucht. Wir haben aber die meiste Zeit woanders gelebt. Dann haben wir Missionare kennengelernt. Und ich fand das schon irgendwie faszinierend. Das war halt eine Welt, die ich so absolut bis dahin nicht kannte. Das war neu für mich.
einerseits auch faszinierend, aber andererseits hatte ich dieses Gefühl, nee, das ist aber nichts für mich, ne? Das ist nichts für mich. Und ich weiß noch, wie heute dieser Gedanke, was ist mit dir, ne? Der hat mich nicht losgelassen. Und ich ging irgendwann mal raus aus dem Haus und ging draußen an so einem Hügel, ging ich auf und ab, da war so eine kleine Staubstraße, ging ich auf und ab und habe mich mit diesem Gedanken auseinandergesetzt. Ist das was für mich? Nee, möchte ich gar nicht. Und ich habe einfach so nur mal geschaut, die Menschen, die ich jetzt hier kennengelernt habe, diese Missionare, was sind das für Menschen? Die haben ihre Heimat verlassen, ihre Familien, ihre Freunde, leben jetzt irgendwo in der, ne, wer weiß wo, unter ganz primitiven Umständen. Und in mir hat sich alles dagegen gesträubt. Ich sage, nein, ich möchte meine Familie nicht verlassen. Ich möchte meine Freunde nicht verlassen. Also ich habe damals einen sehr engen Freundeskreis gehabt, der mir enorm wichtig war. Ich war gerne da, wo ich war. Und ich wollte das alles nicht aufgeben. Aber dann diese Wirklichkeit kennenzulernen und zu merken, Moment mal, aber es gibt so viele Menschen, die Jesus nicht kennen und nicht einfach nur irgendwelche einzelne Menschen, sondern ganze Völker. Also wir reden hier von Völkern, ne? Also eine Volksgruppe, die mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Kultur, die Jesus gar nicht kennt. Die haben da keinen, wenn da jetzt nicht jemand hingeht. Und das hat mich so bewegt, ne? Ich habe mich so damit gequält, weil ich das eigentlich nicht wollte, aber ich merkte dieses in mir, diesen Kampf, ne? Es einerseits nicht zu wollen, aber andererseits zu merken, ich glaube, Gott möchte das aber von dir, ne? Es war so klar bei mir im Herzen, dieser Kampf, bis ich irgendwann mal gesagt habe, okay, Herr, wenn du möchtest, okay, ich möchte nicht, das weißt du, ne? Wenn du möchtest, ich sage ja und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll oder was, aber ich sage erstmal ja. Und mit diesem Ja bin ich zurück nach Deutschland gefahren. Ich hatte keine Ahnung von Missionswerken. Dieses Erlebnis, das ich da in Bolivien hatte, war mein erstes Erlebnis mit Missionaren, mit einem Missionswerk. Ich kannte nichts anderes, ne? Und ich sagte, okay, Herr, ich bin noch jung, ich habe noch keine Frau. Ich habe damals schon eine Freundin gehabt. Wie alt warst du? 18. 17. Echt? 18. 18. Mhm. Ich war 18. Ich kam zurück. Oder war ich doch schon 19? Ich kam zurück und dann sagte ich meiner Freundin, ich werde Missionar. Und die so, ich nicht. Für sie war das so, ne, was ist mit dir los, ne? Das ist nochmal eine Geschichte für sich. Es hat eine Weile gedauert. Also wir waren eigentlich waren wir davor, uns zu trennen, weil für mich war das eindeutig. Für mich geht jetzt sozusagen ein bestimmter Weg. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie der aussehen wird, aber in eine bestimmte Richtung. Und meine damalige Freundin, die sagte, nee. Gott hat eine Geschichte mit ihr gehabt nochmal. Irgendwann mal hat sich ihre Perspektive komplett verändert. Und dann konnten wir heiraten. Das ist meine Frau jetzt. Ja. Irene, hier. Hab mich nicht ganz getraut, die Frage zu stellen. Ja. Aber. Genau. Als diese Frage geklärt wurde, wo wir sagen konnten, okay, wir gehen in eine gemeinsame Richtung, dann konnten wir heiraten. Mhm. Und so fing bei uns der Weg an, glaube ich. Mhm. Wie hat dein Umfeld reagiert? Familie, Freunde? Freunde fand das nett, ganz, ganz gut. Familie fand das nicht so toll. Der gemeindliche Hintergrund war auch nicht sehr unterstützend. Wir haben uns bemüht, da irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, konnten aber nicht. Merken, das bringt nichts, das ist nur Energieverschwendung, in dem Kontext das Ganze noch zu versuchen. Und wir sind dann im Endeffekt umgezogen. Sind in eine neue Gemeinde gegangen, und haben diesen Weg in die Vollzeitmission dann mit dieser neuen Gemeinde gemacht. Schön, ja. Spannend. Spannend, ja. Dieser Kampf, ne? Der Kopf, der irgendwie Nein sagt, und das Herz, das irgendwie Ja sagt. So, ne? Und Gott in einem wirkt und man eigentlich weiß, was richtig ist. Ja. Eigentlich weiß man es, aber
Man will es nicht. Man will es nicht, ja. Ist vielleicht Angst oder vielleicht auch Unwissenheit. Das war wahrscheinlich bei mir eine Kombination von verschiedenen Dingen, ne? Dieser Kampf, ja. Ja, ja. Und dann im Endeffekt zu etwas Ja zu sagen, wo man nicht wirklich wusste, was das bedeutet. Kann ich mir vorstellen. Ja, rückblickend war das auf jeden Fall, würde ich sagen, wo Gott tatsächlich ganz, ganz offensichtlich an unserem Leben gearbeitet hatte und uns versucht hatte, eine neue Perspektive zu geben, die wir bis dahin nicht hatten. Ne? Rückblickend, würdest du das eine oder andere anders machen? Oder würdest du schon auch einen ähnlichen Weg gehen? Ich meine, dein Leben ist jetzt nicht zu Ende, aber ja. Wer weiß, was morgen ich meine, kommt. Ja. Das weißt du nie. Ja. Das, was du jetzt irgendwie mit 18 gedacht hast, so ich werde Missionar und dann so diese Klarheit, man wird älter und dann weiß man ja manchmal so mit 18, da war ich auch schon sehr blauäugig und so. Ich meine, hast du diese Momente oder bist du eigentlich sehr dankbar, dass du damals diesen Weg gegangen bist und all das? Also ich meine, ich habe jetzt ein paar Fragen gestellt, aber vielleicht kannst du irgendwie zusammenfassend antworten. Also ich denke, rückblickend bin ich dankbar, dass ich diese Entscheidung damals so jung getroffen habe. Dieses Naive ist ja eigentlich auch was Positives. Mhm. Und ich denke, das war, also jetzt natürlich, jetzt so eine Entscheidung zu treffen, würde mir unglaublich schwer fallen. Also etwas komplett Neues zu machen, sich komplett in etwas ungewiss, in eine, sag ich mal, ungewisse Zukunft sich zu begeben, das würde mir jetzt total schwer fallen. Einfach meine Lebenserfahrung, alles, was man, ne, man hat ja gelernt und man hat auch gelernt, Fragen zu stellen und man weiß, dass es auch schief gehen kann und all diese Dinge, ne, die würden mir jetzt im Weg stehen. Und das hatte ich am Anfang, glaube ich, nicht. Und deswegen denke ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, im nächsten Leben oder was, ne, würde ich es tatsächlich nochmal so jung machen wollen, also diese so eine Entscheidung treffen zu wollen und nicht später. Ich höre schon raus, im nächsten Leben. Hinduistisch geprägt. Umgang prägt. Er ist ja dieser Missionar, von dem er ist du. Der Missionar. Ah, genau. Ja, ne? Ja. Würdest du, kannst du den Beruf, wenn man es jetzt mal Beruf nennt, können wir ja dann später nochmal auseinanderklamüsern, was es ist, Dienst, Beruf oder so. Aber würdest du diesen Beruf weiterempfehlen? Würdest du jungen Leuten sagen, tut es, macht es ruhig? Oder würdest du sagen, gewisse Komponenten sollten da sein, man sollte schon irgendwas mitbringen? Was sind da so die Voraussetzungen vielleicht? Also prinzipiell kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Empfehlen im Sinne von rückblickend kann ich sagen, natürlich war es nicht einfach, ne? Natürlich war es schwer, aber unterm Strich war das doch eine Erfahrung, die unglaublich wertvoll war. Und deswegen kann ich das an alle anderen auch empfehlen, auch an junge Leute. Und am besten, wenn man noch jung ist, wenn man so ein bisschen, so ein Stückchen Naivität noch mit sich bringt, noch sehr flexibel ist, weil je älter man wird, desto starrer wird man ja auch, ne? In Überzeugungen, in Gewohnheiten. Man entwickelt ja so gewisse Muster, ne? Und dann ist es halt schwer, da rauszubrechen. Deswegen, wenn man das noch recht jung macht, dann ist man flexibel und kann sich auf, sag ich mal, so ein ganz neues Abenteuer einlassen. Und das ist dann noch einfacher, ne? Dann sich auf so eine Sache einzulassen, ja. Ja, auf jeden Fall, also empfehlen, auf jeden Fall, ja. Kann ich auf jeden Fall machen. Mitarbeiter werden immer gesucht, ne? Mitarbeiter werden immer gesucht, wir haben immer zu wenig Mitarbeiter. Ja, ne? Wenn es jetzt immer noch unerreichte Völker gibt, ne? Ja, genau. Gibt es da irgendwie eine Zahl, weiß man da irgendwie, wie viel Prozent der Erdbevölkerung noch gar nicht erreicht sind? Ja, es gibt Zahlen. Natürlich muss man dazu sagen, dass die Statistiken, die es gibt, die sind nicht hundertprozentig genau, weil Volksgruppen zu zählen, ist halt nicht so einfach wie Geldscheine zählen oder was. Ne? Das ist manchmal sehr komplex. Wo ziehst du eine Grenze zwischen einer Volksgruppe und der anderen? Ne?
manchmal ist es einfach, manchmal ist es eher komplex. Und er sagt, okay, ist das eine Volksgruppe oder ist das vielleicht eine, also jetzt sprachlich gesehen, ist das jetzt ist das die eine Sprache, ist das jetzt nur ein Dialekt oder ist es doch schon eine komplett neue Sprache? Ne? Das sind ja so die Entscheidungen, die man dann treffen muss, um dann auch zu sagen, wie viele, zum Beispiel, wie viele Volksgruppen gibt es überhaupt? Und da fängt es ja schon an. Das Zählen der Volksgruppen, da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Und ein Grund, warum es so unterschiedliche Zahlen gibt, liegt darin, dass du, ich gebe mal ein Beispiel, du hast in einem Land, sagen wir mal, 100 Volksgruppen und du hast im Nachbarland nochmal 120. Die Volksgruppen, die an der Grenze wohnen, die hatten bevor der Staatsgründung gar keine Landesgrenzen. Die haben da einfach in der Gegend gewohnt. Ja? Das heißt, sehr häufig hast du in diesem einen Land genau die gleiche Volksgruppe wie im Nachbarland. Und wenn du einfach nach die Statistiken nimmst von jedem einzelnen Land, da rechnet man sehr häufig Volksgruppen doppelt. Mm. Weil die in beiden Ländern oder sogar manchmal in drei Ländern vorkommen. Ne? Deswegen, diese Statistiken, die sind hilfreich, aber nicht sehr genau. Das muss man einfach so hinnehmen. Ne? Mm. Und trotzdem gibt es Zahlen, die zumindest uns das Gefühl geben, wo stehen wir gerade. Ne? Und die Zahl, die es gibt, die liegt bei ungefähr 42%. 42% aller Volksgruppen weltweit, die kennen Christus noch gar nicht. Okay. Man muss dazu sagen, viele dieser Volksgruppen sind nicht sehr große Völker, es sind auch sehr viele kleine dabei. Mhm. Deswegen diese 42% sind nicht automatisch 42% der Gesamtbevölkerung weltweit, weil viele dieser Volksgruppen doch eher klein sind. Eher klein sind? Mhm. Okay. Eher klein. Und es Überlappungen gibt dann? Und Überlappung, genau. Ja. Okay, aber es ist doch ordentlich, wenn man sagt und man ja auch weiß, dass das Christentum die größte, nennen wir es mal Religion, dann ist das schon eine hohe Zahl, ne? Ja. Gut, aber ich denke trotzdem, also in vielen, vielen Ländern, ne? Du hattest Bolivien gesagt, ich war mal in Paraguay, da lebt 80% der Menschen leben in Asunción, ne? Also an einem Ort. Das heißt, das sind ja schon nicht unerreichbare Völker quasi. Und das ist ja in vielen Ländern so, dass der größte Teil dieses Landes in den Hauptstädten oder in den Großstädten irgendwie sind. Ne? Also 40% ist nicht 40, genau wie du sagst, der Bevölkerung, sondern das ist vielleicht 2% oder wie auch immer, ne? Da wird es ja wahrscheinlich auch Zahlen geben. Ne? Ja. Ich wollte noch einmal zurück zur Empfehlung ganz kurz, ne? Deswegen hatte ich dich einmal kurz angetippt. Ja, ich habe nicht reagiert. Ja, ist auch okay. Du sagst, du würdest das jungen Menschen empfehlen, empfiehlst du das deinen Kindern? Mit dem Wissen, was du alles erlebt hast, welchen Gefahren du ausgesetzt warst, ne? Vielleicht in lebensbedrohlichen Situationen und so, das würde mich interessieren. Ja, ich empfehle es denen tatsächlich. Und die Empfehlung fällt mir ja auch sehr leicht, weil die sind ja mit mir diesen Weg gegangen. Das heißt, wenn ich es denen empfehle, dann ist es nicht nur, dass ich weiß, was es bedeutet, sondern auch die Kinder wissen ja, was das bedeutet. Die waren mit dem Auto drin. Genau, das Beispiel mit dem Auto, ne? Das Beispiel mit dem Auto, die waren da mittendrin, ne? Und haben das miterlebt. Man müsste jetzt die Kinder interviewen, ne? Will denen jetzt nicht zu viel in den Mund legen. Aber das, was die mir oder uns immer wieder auch gesagt haben, dass die Zeit, die sie mit uns zusammen unterwegs waren, unglaublich schätzen. Mhm. Bis dahin, dass sie gesagt haben, wir können uns ein Leben in Deutschland gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Das ist ja so langweilig, sagen sie, ne? So langweilig. Das, was wir alle sehen, was wir reisen und die Vielfalt, die wir halt kennen mittlerweile, die würden wir da nicht kennen. Ne? Also für die ist das, viele gucken sich so Missionarskinder an und immer so, da ist immer so dieser Mitleid, oh, die Armen. Ne? Unsere Kinder, die sehen das komplett andersrum, sagen,
oh, die Armen da in Deutschland, denen entgeht was. Mhm. Unsere Kinder fanden das, wir sind halt so viel geflogen, wir sind halt in einem Land, wo es sehr viele Inseln gibt, deswegen fliegt man auch sehr viel. Und die Kinder, irgendwann mal, man sitzt im Flugzeug und die wussten schon ganz genau die ganzen Geräusche, ah, das Fahrwerk wird eingefahren, das kommt gerade raus, das ist dieses Geräusch. Also irgendwann mal ist es so normal, so wie, keine Ahnung, unsere Kinder hier mit uns Auto fahren würden, ne? Die wissen ganz genau, was der Vater gerade macht. Ne? Gänge rein, also, ne? Musik laut. Musik laut, genau. Ja, spannend. Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch sozusagen als vorletztes Thema, bevor wir dann den Sack für diese Folge zumachen. Und zwar nochmal zurück. Ich versuche so ein bisschen so chronologisch durchzugehen. Du hast deine Anfänge beschrieben, dann habt ihr geheiratet. Wie das Familienleben so war, wie funktioniert das in der Mission? Ihr habt drei Kinder, die sind dann ja auch dann, wo ihr schon in der Mission tätig wart, dann zur Welt gekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist ja nochmal eine Belastung on top, ne? Vor allem für die Mutter dann, ne? Mit einem Kleinkind in einem anderen Land, die groß zu ziehen. Wie funktioniert das mit Schule, Freunde, Beziehungen und so weiter? Mhm. Wie war das für die Kinder von den Rückmeldungen, die du so bekommen hast? Ne? Ich denke, was uns geholfen hatte, war sich, also es war diese Grundeinstellung. Und wir haben uns von Anfang an gesagt, diesen Ruf in die Mission oder das, was wir jetzt machen, es ist nicht nur hier der Paul, ne, oder der Papa, der jetzt hingeht und wir müssen mitziehen, sondern wir haben das doch als einen Ruf für uns als Familie gesehen. Und diese Einstellung, also diese Überzeugung zu haben, war uns unglaublich wichtig. Für meine Frau war das wichtig zu wissen, das ist auch mein Weg. Für uns als Eltern war es wichtig, das ist der Weg, den wir mit unseren Kindern gehen. Und das haben wir mit unseren Kindern auch, sobald es ging, vermittelt. Wir haben gesagt, hey, wir sind jetzt hier, ihr merkt, wir machen komische Sachen. Ne? Eure Cousins, Cousinen in Deutschland machen das nicht. Aber das ist der Grund. Wir glauben, dass Gott uns hier haben möchte. Also wir haben das denen eigentlich versucht schon zu erklären. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen. So dass, dass da auch, sage ich mal, das Verständnis schon ziemlich früh da war, wieso wir eigentlich hier sind. Und das ist nicht, naja, so, ich muss mitziehen, weil der Papa irgendwie so ein keine Ahnung, abenteuerlustig ist oder was. Ne? sondern wir haben das versucht, immer wieder uns hinzusetzen. Wir sind hier, weil Gott uns hier haben möchte. Wir sind davon überzeugt, dass er uns hierher geführt hat. Wir sind überzeugt, dass das, was wir hier machen, eigentlich eine Sache ist, die wir gemeinsam machen. Und wir haben die Kinder in alle Prozesse versucht, mit hineinzunehmen. Mhm. Und unser Credo war und ist immer noch, wir sind eine Familie, die andere Familien erreicht. Es ist nicht der Papa, der Familien erreicht. Es ist nicht die Mama, sondern wir als Familie sind unterwegs und wir wollen als Familie andere Menschen Jesus schmackhaft machen. Mhm. Ne? Sodass wir immer diese Familienkomponente hatten. Und das haben wir im Dorf ganz praktisch, eigentlich überall, wo man unterwegs ist. Wenn du Kinder hast, das ist schon der Schlüssel zu vielen, vielen verschlossenen Türen. Ein einzelner Mann ist immer so als Fremder, als Weißer, ist es immer so, ne, man ist eher so auf Abstand. Ein fremder Mann. Aber wenn da eine Familie kommt, wenn da Kinder kommen, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Menschen sind viel offener. Ne? Und das haben wir eigentlich total genossen, das auch gemeinsam zu machen. Immer wenn es darum geht, okay, wir werden jetzt uns treffen, wir werden den Menschen über Jesus erzählen, die Kinder sind mitgekommen. Die haben uns mit dem Liedersingen geholfen. Die haben uns, also, ne, das, die waren immer Teil dessen, was wir da gemacht haben. Wir haben Kekse vorbereitet, wir haben Kekse verteilt, Getränke verteilt, ne? Und wir haben die immer versucht mit reinzunehmen. Das war uns unglaublich wichtig, diesen Weg immer mit ihnen zusammenzugehen. Mhm. Ja, ich glaube, wenn du diesen Kleber nicht hast, dann kann so eine Arbeit im Ausland mit den Einwirkungen von außen eine Familie so schnell auseinandermürben, ja. Das hält man nicht lange durch. Ja. Ne?
Ja, genau. Und das ist natürlich einerseits auch ein bisschen, also wenn man sich so den Mehraufwand anschaut, natürlich ist es halt aufwendiger, aber ich sehe da auch meine Verantwortung als Vater, ne? Also ich habe eine Frau, ich habe Kinder, wir haben uns gegenseitig, also sind wir auch füreinander da, ne? Wir tragen auch füreinander die Verantwortung, wie es uns geht, und deswegen, ja, ich denke, diese Grundeinstellung, die hat uns geholfen, sag ich mal, die Perspektive beizubehalten, wieso wir eigentlich da sind, und dass wir das eigentlich gemeinsam machen. Du hattest vorher schon erzählt, dass ihr Homeschooling gemacht habt, ne? Dass das auch gut funktioniert dort drüben. Und das heißt, bis zur 10. Klasse läuft das dann, dass die Kinder Homeschooling machen und dann entscheiden sie selber, oder wie geht es dann weiter? Weil deine Kinder sind ja schon auch groß. Ich krieg's jetzt nicht zusammen, wie alt die drei sind, aber... Ja, die Älteste ist 19, dann der Sohn, der ist jetzt 16, 17, und dann haben wir die Jüngste, die ist 9 Jahre alt. Das heißt, die ältesten beiden sind jetzt durch mit 10 Klassen, und diese 10 Klassen haben sie dann im Einsatzland gemacht. Okay. Mit Homeschooling. Also wir hatten ja keine Erfahrung mit Homeschooling. Wir waren nicht jetzt Homeschooling-Fans oder so. Es war einfach die einzige Option, die wir hatten, um unseren Kindern etwas zu vermitteln. Ne? Mhm. Und wir haben tatsächlich gute Erfahrungen mitgemacht. Sehr gute Erfahrungen. Natürlich, es hat seine Herausforderungen. Aber unterm Schnitt sind die da sehr gut durch die Schule gekommen. Und die sind auch sehr gut hier in die Schule reingekommen. Und wenn man sich anschaut, wie die jetzt hier abschneiden in der Schule, irgendwas ist da richtig gelaufen. Zum Glück, oder? Ja. Ja, das ist ja tatsächlich so ein Risiko. Man macht etwas anderes. Mhm. Man weiß, das, was du jetzt machst, ist anders, wie die anderen Kinder das in Deutschland machen. Und dann stellt sich die Frage, ja gut, du denkst, es läuft gut, aber wie gut ist es, wenn die jetzt zum Beispiel zusammen in einem Klassenverband sind? Ne? Mhm. Kommen die wirklich gut mit, oder hinken die irgendwie hinterher? Deswegen für uns war das immer so, nach so einem Jahr in Deutschland oder nach einem halben Jahr in Deutschland zu sehen, ey, die kommen eigentlich voll gut mit. Ne? Also die hinken nicht hinterher. Der Stoff, der denen vermittelt worden ist, der ist ungefähr auf demselben Niveau. Und deswegen sind wir dankbar, dass die das gemacht haben. Die machen 10 Klassen. Es gibt Schulmaterial für die Grundschule und für die weiterführende Schule bis zur 10. Klasse. Und für das Abitur, da wird es ein bisschen schwierig. Okay. Und Abitur im Ausland jetzt? Ja, genau, Abitur im Ausland wird ein bisschen schwierig. Also wir sahen da nicht wirklich einen Weg, dass unsere Kinder das im Ausland machen. Deswegen die älteste Tochter, sie war dann den letzten Term komplett in Deutschland, hat das Berufskolleg gemacht, das Abitur jetzt im Sommer abgeschlossen, macht jetzt noch ihr Anerkennungsjahr. Und der Sohn hat jetzt mit dem Abitur angefangen hier in Deutschland. Und der Plan ist, dass er das hier auch komplett in Deutschland macht. Okay, das heißt, zumindest mal für die Phase wart und seid ihr ja dann, jetzt, vielleicht nicht jetzt in dem Jahr, wo ihr in Deutschland seid, aber sonst dann auch getrennt als Familie. Ne? Ja, genau. Dass die Kinder dann zum Abi dann in Deutschland leben. Mhm. Ne? Genau. Wie ist das? Also nicht leicht, ich glaube, das ist klar. Ja. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, als Eltern getrennt von seinem Kind zu sein. Ja, es ist vor allem mit unserer ältesten Tochter war das so, dass die damals, die war 16, ne? Und es fühlt sich früh an, das Kind jetzt irgendwo zu lassen. Und es war nicht einfach, aber auch da, denke ich, ist es hilfreich, dass man das nicht spontan macht, sondern dass man also in so eine Sache auch vorbereitet reingeht. Mhm. Wir haben versucht, die Kinder auf diesen Zeitpunkt vorzubereiten. Mhm. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel, wir haben darauf geachtet, dass wir in regelmäßigen Abständen nach Deutschland kommen, um den Kindern zu helfen, eine zweite Heimat zu entwickeln. Immer in dieselbe Schule geschickt, wenn es nur irgendwie ging, hier in Deutschland.
in der Gemeinde, selber Kinderstunde, Teenie und so, so dass sie jedes Mal, auch wenn das immer nur kurz war, vielleicht so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, irgendwann wussten die Kinder, wohin die zurückkommen. Es war nicht ein komplett fremdes Land für sie. Es war dann tatsächlich irgendwann mal auch eine zweite Heimat. Erste Heimat war natürlich da, weil dort verbrachten sie den größten Teil ihres Lebens. Aber Deutschland war schon eine zweite Heimat. Und als dann der Zeitpunkt kam, wo die Kinder dann hier bleiben mussten, war das einfacher auch für sie, weil die schon auch ein Netzwerk hatten. Die hatten Freunde, die hatten Klassenkameraden, die hatten auch ein gutes Netzwerk in der Gemeinde. Und ich denke, das hat enorm geholfen, so einen Schritt zu machen. Wenn das nicht gewesen wäre, ich glaube, wir hätten das nicht gemacht. Mhm. Das haben wir ja nur gemacht, weil wir gemerkt haben, die haben ein gutes Netzwerk. Also die sind eigentlich gut untergebracht. Und das ist uns bei dieser Frage immer wichtig gewesen, bei der Tochter und jetzt auch bei dem Sohn, einfach sicherzustellen, dass die, dass es dir gut geht. Ja. Ja. Und wenn es denen gut geht, wenn die gut, sag ich mal, sich eingelebt haben, dann fühlen wir uns auch frei, diesen Schritt zu machen, um wieder zurückzugehen. Ja, und sie war ja auch bis jetzt bei guten Freunden untergebracht. Ja, genau. Wo man einfach vertrauen kann und genau. guten Gewissens weiß, dass da alles safe ist. Mhm. Ja, cool. Und genau, man dieses strategische Vorgehen, ne? Also, dass man schon sagt, so diesen Weitblick hat und dann vorbereitet, ne? Ja, sehr cool. Jetzt seid ihr in Deutschland und ihr seid ja auch immer wieder in Deutschland. Was mich interessieren würde, wie blickst du auf das deutsche Volk wiederum? Du hast jetzt viele Erfahrungen im Ausland gemacht, du hast neue Kulturen, Sprachen kennengelernt und reflektierst dich dann ja selbst immer, siehst dich dann, ach, ich denke eigentlich so. Was sind so deine Erkenntnisse, wo du sagst, so ist der Deutsche, so würde ich den Deutschen beschreiben aus meiner Brille heraus, aus meiner Erfahrung. Weil wenn man immer nur zu Hause ist, dann ja, so sind wir halt. Ja. Ungefähr weiß man, wie man, welches Standing man in der Welt hat, so als Deutscher. Aber im Vergleich zu den Südostasiaten ist der Deutsche in gewissen Dingen, wo versagt er, was kann er nicht gut oder wo ist er besser, was kann er besser, so wo sind so die Hauptpunkte für dich so? Kulturell einfach. Ja. Also der Deutsche, was er, wofür er bekannt ist, ist natürlich die deutsche Qualität. Also egal, wo man in der Welt unterwegs ist, wo kommst du her? Deutschland. Ah, und dann kommen hier Mercedes, BMW, ne? All diese Marken werden da plötzlich genannt. Oder auch die ganzen Maschinen, die Deutschland schon über viele Jahre hergestellt hat und für Qualität. Deutschland steht einfach für Qualität, immer noch. Und das ist so ein Markenzeichen. Also die Deutschen, wenn sie was machen, dann gründlich. Ne? Ob das jetzt immer noch so ist wie vor 40 Jahren, da kann man sich drüber streiten, aber den Ruf haben wir. Dafür sind wir bekannt. Der hält noch. Der hält noch, ja. Der Deutsche ist gründlich, genau, der ist direkt. Der spricht Sachen direkt an. Und das ist halt, wo es kritisch wird mit anderen Kulturen. Viele Kulturen, die sind nicht direkt, sondern die haben eher diese indirekte Kommunikation. Und das ist halt, wo der Deutsche versagt. Weil der Deutsche, wir Deutsche, es gelernt haben, direkt zu kommunizieren, achten wir nicht auf das Indirekte. Grundsätzlich. Klar. Es gibt Einzelne, ne, nicht jeder Einzelne ist so, aber im Schnitt ist das die Tendenz. Und das führt dazu, dass dann, wenn man dann mit anderen Kulturen zusammenkommt, dass es da Reibereien gibt. Wenn der Deutsche kommt und direkt sagt, das ist falsch, dann ist der andere verletzt, weil in seiner Kultur würde man das nie so sagen. Man würde nie sagen, das ist falsch, sondern es gibt andere Kommunikationsmethoden, um das zu vermitteln, ohne den anderen zu verletzen. Aber der Deutsche, der hat das Feingefühl da gar nicht. Der ist total, ja, der kennt nur Grobmotorik. Ne? ich denke, das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen
ja, zwischen den deutschen und gerade den asiatischen Kulturen. Ich habe gehört, dass der Ostwestfale besonders grob ist. Ja, ne? Also mit den Leuten im Norden, aber der Ostwestfale nochmal besonders irgendwie okay. So. Habe ich ja. Jetzt schon mehrmals irgendwo gehört. So. Kann sein. Kann sein, ja. Ich hatte gerade den Impuls, dir zu sagen, das ist falsch. So sind wir nicht. Ja, ne? letzte Frage und dann genau können wir das Ganze abrunden. Wo geht die Reise weiterhin? Wie siehst du die Zukunft? Siehst du deine Zukunft in Südostasien? Siehst du deine Zukunft eher in Deutschland? Wie sieht da dein Blick aus? Ich meine, man kann nicht mit Sicherheit sagen, was morgen ist, geschweige denn nächstes Jahr. Aber wir sehen zurzeit einfach eine sehr weit offene Tür, mit den Aufgaben weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Sprich, wir würden gerne wieder zurückgehen und auch die Erfahrung, die wir gesammelt haben, auch weiterhin nutzen, um den jungen Mitarbeiter sozusagen sie zu unterstützen, sie zu fördern, sie zu leiten, sie zu ermutigen, diese Dienste dort zu verrichten, in den unterschiedlichen Dörfern, verschiedenen Kulturen. Und das ist tatsächlich unsere Leidenschaft, etwas, wofür wir brennen und was wir sehr gerne weiterhin machen wollen. Dass andere Völker, die Jesus nicht kennen, Jesus kennenlernen, ist uns wichtig. Und wir sehen einfach die Möglichkeit, andere Mitarbeiter zu fördern, um zu diesem Ziel zu kommen. Interessant. Okay. Habt ihr noch Fragen, Jungs? Dann für diese Runde nicht. Ja. Sag ich dir danke. Und kann man deine Arbeit irgendwo begleiten? Kann man euch unterstützen? Ich denke, da sollen wir da mal ein paar Links einfach mal in die Beschreibung packen. Können wir machen, ja. Ich kann euch meine WhatsApp-Nummer geben und vielleicht mein Insta-Account. Aber vielleicht nur so, wenn ihr euch da meldet, vielleicht nur ganz kurz beschreiben, wer ihr seid und wo ihr die Nummer her habt. Ich versuche, meine Kontakte nur an die weiterzugeben, von denen ich weiß, dass sie tatsächlich an der Arbeit ehrlich interessiert sind, um einfach so ein bisschen selektieren zu können. Aber das können wir nachher vielleicht irgendwo einblenden oder in die Beschreibung mit reinnehmen. Oder ich weiß nicht, was man da am besten macht. Bei Interesse vielleicht bei uns melden. Oder und das dann sogar, ja. Können wir es weiterleiten, weil es ja doch ein sensibles Ding ist. Ne? Ja. Genau, also wenn echtes Interesse ist und das jetzt über deine persönliche Nummer geht, genau, dann selbst bei uns melden. Aber sonst bist du ja bei Ethnos 360 in dem Missionswerk angestellt, sagt man angestellt, ja, ne? Und genau, den Link packen wir rein. Ansonsten hoffen wir, dass die Folge euch gefallen hat. Es geht weiter im zweiten Teil. Wir bleiben so sitzen, machen eine kleine Pause und dann gehen wir detailliert in das Thema Mission. Wir haben noch ein paar mehr Fragen mit. Vielleicht auch mal kritische Themen. Wie funktioniert das Ganze finanziell? Und genau, wir würden uns freuen, wenn ihr dort wieder einschaltet. Und ansonsten sagen wir an der Stelle schon mal danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Im Brüderstübchen.